Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu den Women of TUM Talks 2021. Heute hier live aus dem TUM Institute for Advanced Study, den TUM IAS vom Campus Garching. Mein Name ist Isabel Verdin und ich habe die große Freude, Sie durch diesen Abend zu begleiten. Power, Strength, Energy. Das sind heute die Schlagworte, das ist das Thema des Abends. Und wir haben drei großartige Gäste, die uns in dieses Thema einführen bzw. aus ihren Expertinnenbereichen dazu Einblicke geben werden. Heute erwartet uns eine kosmische Energie. Wie kleinste Elementarteilchen aus dem Universum hochenergetisch sein können, wo sie herkommen und wie man sie findet. Wir erfahren etwas über Macht in der Arbeitswelt. Wieso sich Machtstrukturen in der neuen Arbeitswelt, der New Work, verändern und wie wir das vielleicht für uns auch nutzen können. Und wir sprechen über menschliche Stärke. Wir erfahren etwas dazu, wie man mental stark sein kann und wie man dabei große Ziele erreicht. Das große Ziel kann eine Studienprüfung sein, aber vielleicht auch ein olympischer Wettkampf. Im Anschluss spreche ich mit unseren drei Gästen zu dem Thema Female Empowerment bzw. zu dem Thema Powerfrau. Und Sie sind herzlich eingeladen, später auch Ihre Fragen an uns zu schicken, damit wir diese in der Talkrunde auch besprechen können. Erste Mal heute bei einer Women of TUM Veranstaltung dabei sind, dann kennen Sie das Women of TUM Netzwerk vielleicht noch nicht. Deswegen hier ein kleiner Hinweis dazu, wer sind überhaupt die Women of TUM? Die Women of TUM sind ein Netzwerk, das weltweit agiert, über Altersgrenzen hinweg, über Berufsgruppen hinweg, sowohl Studentinnen als auch Alumne, als auch Wissenschaftlerinnen und Mitarbeiterinnen der TUM finden hier eine Heimat. Und uns geht es darum, zum einen wie heute Abend Role Models sichtbar zu machen, also Frauen eine Bühne zu geben, um zu zeigen, wow, das sind die Frauen der TUM, die haben echt was drauf. Und zum anderen geht es uns natürlich auch darum, Frauen zu empowern, also Frauen darin zu bestärken, dass sie das tun, was sie tun möchten, dass sie von anderen lernen und inspiriert werden. Ja, und wenn wir über Role Models sprechen, dann müssen wir definitiv eine Frau ganz besonders ins Auge nehmen, nämlich unsere Schirmherrin. Die Schirmherrin der Women of TUM, sie ist die geschäftsführende Vizepräsidentin für Talentmanagement und Diversity hier an der TUM. Und ich würde sagen, auch sie hatte wahrscheinlich ganz schön viel Energie in den letzten 1,5 Jahren der Corona-Pandemie nötig. Denn sie ist zum einen Gründungsdirektorin des TUM Institute for Lifelong Learning. Zum anderen war sie aber auch sehr gefragt in ihrer Funktion als Inhaberin der Professur für Forschungs- und Wissenschaftsmanagement. Denn sie forscht und berät zum einen oder unter anderem zum Thema Führung und Führungskräfteentwicklung im digitalen Zeitalter. Also ein Thema, das uns ja in den letzten 1,5 Jahren sehr viel begleitet hat. Und zum anderen forscht sie auch zu dem Thema Diversität in Organisationen. Und hier ist also ein super Link zu uns, dem Women of TUM Netzwerk. Und ich freue mich jetzt wahnsinnig, dass sie uns live zugeschaltet ist. Ich gehe davon aus, im Homeoffice, passend zum Thema, und dass sie uns jetzt in das Thema und in den Abend einführt. Herzlich willkommen aus dem Homeoffice vermutlich, Professorin Dr. Claudia Peuss. Liebe Frau Verdin, vielen, vielen Dank für die sehr, sehr netten Worte. Ich freue mich, dabei zu sein. Ich freue mich, bei Ihnen allen zu sein. Ja, sehr geehrte Damen, vielleicht auch ein paar Herren, die sich hoffentlich zugeschaltet haben. Sehr geschätzte Kolleginnen, Mitarbeiterinnen, liebe Studentinnen und Studenten, liebe Alumni der TUM. Ich darf Sie im Namen des gesamten Hochschulpräsidiums der TUM und eben als Schirmherrin der Women of TUM ganz herzlich begrüßen zu den Women of TUM Talks 2021. Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr wieder einen solchen Talk veranstalten. Ja, Sie ahnen es, wieder virtuell, aber so habe ich auch viele Rückmeldungen bekommen. Das macht es für den einen oder die andere auch leichter, dabei zu sein. Und ich bin mir sicher, die Energie, die werden wir auch sozusagen digital empfangen können. Das ist ja das Ziel des heutigen Abends. Ganz besonders begrüßen möchte ich unsere sehr illustre Runde an Sprecherinnen. Frau Verdin hatte sie schon angekündigt. Ich darf Ihnen nur ganz kurz nochmal die liebe Kollegin Frau Dr. Elisa, Frau Professor Risconi vorstellen, die herausragende, wirklich bahnbrechende Forschung macht. Ich möchte aber gar nicht zu viel da verraten, das erklärt sie Ihnen gleich selber, die aber sicherlich wirklich auch als Role Model ist, wie man gerade auch als Frau in den Naturwissenschaften erfolgreich sein kann. Ich darf Ihnen dann noch zwei weitere wunderbare, inspirierende Damen vorstellen, Frau Dr. Roseva und Frau Theresa Steuer. Wir haben
gehört, die andere, ja, denke ich nur über Power nach, über Kraft, über Stärke, sondern hat die sogar umgesetzt in ihrer Rolle als Sportlerin. Also ich freue mich wirklich sehr, dass Sie dabei sind und Ihre Einblicke mit uns teilen. Die TU München, das wissen Sie, ist eine der forschungsstärksten und innovativsten Universitäten der Welt. Wir belegen regelmäßig Spitzenplätze und wir sind, das freut uns sehr, gerade in der letzten Zeit auch in vielen Wettbewerben ganz besonders erfolgreich gewesen. Der eine oder die andere hat es vielleicht gelesen, unter anderem jetzt gerade in der Not a Boring Competition, die Elon Musk ausgelobt hat, wo es darum ging, eine Tunnelbohrmaschine zu entwickeln. Und da haben wir alle anderen Teams weltweit geschlagen. Oder jetzt, das war, glaube ich, heute sogar in der Süddeutschen, da ging es darum, um autonomes Fahren, ja, ein Rennwagen zu entwickeln, der aber ganz ohne Fahrer, Fahrerinnen auskommt. Und solche Leistungen, die sind nur möglich, wenn Talente in all ihrer Vielfalt zusammenkommen und die dann wirklich auch die Möglichkeit haben, ihr Potenzial zu entfalten. Und das ist uns an der TU München ein großes Anliegen, auch mir persönlich ein großes Anliegen. Wir wollen alles dafür tun, damit wir die besten Talente in all ihrer Vielfalt gewinnen können für die TU München. Wir wollen weiterhin die Entwicklung der Talente fördern und es ist uns wichtig, auch Rahmenbedingungen zu schaffen, die es zulassen, dass jeder und jede die Potenziale, die in ihm oder in ihr stecken, wirklich auch entfalten kann. Und umso wichtiger, das hat Frau Verdin eben auch angesprochen, sind Role Models, ja, gerade eben auch in Zeiten, die für uns alle herausfordernd sind, wo man immer wieder vielleicht auch Energiequellen, Stärkequellen sucht. Und umso mehr freue ich mich eben, dass ein heutiger Abend auch so designt ist, dass man wirklich von wunderbaren, inspirierenden Frauen lernen kann. Ja, ich glaube, Kraftstärke haben wir in den letzten Jahren ganz besonders oder in den letzten Monaten ganz besonders gebraucht, aber die brauchen wir eigentlich immer. Interessanterweise zeigt die Forschung, dass so Worte wie Macht, wie Power eher männlich geprägt sind. Die manchmal vielleicht sogar Frauen abschrecken. In meinem Lehrstuhl haben wir eine Reihe von Forschungsarbeiten gemacht und da haben wir gezeigt, dass wenn man Stellenausschreibungen sehr männlich konnotiert ausschreibt, wenn man eben über durchsetzungsstarke Entscheider, über Macht und dergleichen schreibt, dann führt das tendenziell dazu, dass Frauen abgeschreckt werden. Aber wichtig ist uns eben, dass wir alle uns nicht abschrecken lassen, dass wir vielleicht auch Dinge wagen, die wir uns vielleicht im ersten Schritt gar nicht zugetraut hätten. Denn wir brauchen mehr Frauen in powervollen Positionen. Wir brauchen mehr Powerfrauen. Und umso mehr freue ich mich eben, dass wir heute Abend einige von denen hier bei uns haben, die uns, da bin ich sicher, inspirieren werden. Gleichzeitig, das fand ich sehr schön im Titel, war die Rede auch von Empowerment. Ja, ein Begriff, der gerade in der Leadership-Forschung, gerade jetzt zum Thema Leadership in the Digital Age, sehr viel diskutiert wird. Jeder spricht eigentlich um Empowerment. Und ich denke, das ist eine ganz wunderbare Gegebenheit, dass wir jetzt gegenseitig uns empowern können, dass wir vielleicht aber auch lernen, dass man manchmal gar nicht darauf warten muss, bis jemand anderer empowert, sondern man sich selber empowert, sich selber Dinge zutraut, selber Stärken findet, vielleicht inspiriert durch Role Models, um dann einen spannenden Weg zu gehen. Und auch das ist Ziel des heutigen Abends, denke ich, gerade vielleicht auch junge Frauen unter Ihnen zu inspirieren, zu empowern, vielleicht auch ein bisschen, ja, Dinge sich zuzutrauen, nach Schritten zu greifen, zu streben, die Sie vielleicht auf den ersten Blick gar nicht unbedingt im Rahmen Ihres Möglichen sahen. Umso mehr eben freue ich mich, heute über so wichtige Themen wie Power, Strength and Energy zu sprechen, aus drei unterschiedlichen Blickwinkeln. Darauf bin ich auch selbst schon sehr gespannt. Ich möchte mich vor allen Dingen bedanken bei Ihnen allen, dass Sie gekommen sind. Natürlich unseren wunderbaren Sprecherinnen, aber eben auch gerade Frau Verdin, die seit Jahren gemeinsam auch mit ihrer Kollegin Frau Graf die Women of TUM so wundervoll moderiert, so wundervoll zusammenstellt. Und ich muss sagen, es ist wirklich immer wieder eine Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Und man merkt auch da die Power, die Energy. In dem Sinne wünsche ich Ihnen einen energiegeladenen, inspirierenden Abend und sage schon einmal herzlichen Dank.
Vielen Dank, Frau Peus, für diese tolle Einführung und für die netten Worte. Und ich denke, dieses Thema, was Sie gerade angesprochen hatten, zum Thema, dass Power eher mit männlichen Bereichen assoziiert wird, ist definitiv auch noch ein Punkt, den wir nachher im Panel diskutieren wollen. Denn ja, genau wie Sie sagen, oft fühlen sich Frauen dann doch irgendwie nicht angesprochen oder meinen, sie müssen vielleicht noch stärker sein, als sie sowieso schon sind. Also insofern super Impuls, vielen Dank dafür. Und ja, ich hoffe, Sie bleiben bei uns den Abend und gucken auch zu. Und wir machen jetzt hier im Studio weiter. Wenn Sie Fragen haben, und das betrifft Sie alle zu Hause, dann haben wir heute wieder eine Tweetback-Funktion für Sie eingerichtet. Das Ganze funktioniert so, Sie gehen auf die Website tweetback.de und dort gibt es die Möglichkeit, eine sogenannte Session-ID einzugeben. Und die bedeutet, und ja, geben Sie eine 5, zwei kleine M's wie Martha und eine 1 und dann haben Sie die Möglichkeit, da Ihre Fragen einzutippen und die landen dann alle bei meiner schon angesprochenen Kollegin Anke Graf, mit der ich zusammen das Women of Tom Netzwerk organisiere und verantworte und Anke wählt dann die Fragen aus und wir werden sie dann nachher auch behandeln oder thematisieren. Ja, und ansonsten, wenn Ihnen heute Abend gefällt, dann sehr gerne natürlich Social Media nutzen und der Hashtag ist, wie Sie es auch hinter mir schon sehen, Hashtag Women of TUM, also gerne teilen und Ihre Meinungen und Ihre Ideen und Inspirationen. So, wir starten mit der ersten Sprecherin. Und es geht um Energie, es geht um Energie im Universum. Und als unsere erste Sprecherin sich überlegte, was sie denn studieren könnte, da hat sie sich für Physik entschieden, damals an der Universität in Mailand. Zum einen, weil sie gerne wissen wollte, was sich denn da im Universum und in der Natur abtut, aber zum anderen auch, weil sie sich beruflich alle Optionen offen halten wollte. Heute ist sie Lehrstuhlinhaberin für Experimentalphysik mit kosmischer Strahlung und sie ist natürlich weiterhin am Universum interessiert. Sie sagt auch, ich möchte eigentlich all das erforschen, was am wenigsten bekannt ist. Es ist aber noch eine Sache dazugekommen und davon profitieren wir heute Abend sehr, denn sie hat sich zur Aufgabe gemacht, Menschen die Angst vor Physik zu nehmen. Sicherlich kennen die ein oder anderen unter uns heute Abend noch einige Physikstunden in der Schule und denken da mit Grauen dran. Und sie genau sagt, es muss eigentlich gar nicht sein, denn Physik ist eigentlich super interessant und auch gar nicht so kompliziert. Ja, sie ist so passioniert, dass es durchaus auch mal vorkommen kann, dass zu Hause hitzige Diskussionen zu dem Thema entstehen im heimischen Wohnzimmer. Da wird dann über schwarze Löcher mit ihrem Mann, der auch Physiker ist, diskutiert. Und sie ist jetzt quasi aus dem Flugzeug gefallen, denn sie war bis vor kurzem in Kanada das erste Mal wieder gereist seit der Corona-Pandemie. Und dort hat sie nämlich das Pacific Ocean Neutrino Experiment gegründet, initiiert und betreibt dort Forschung. Wieso man auf die Idee kommt, in 2600 Metern Tiefe im Pazifik hochenergetische Elementarteilchen aus Milliarden von Lichtjahren entfernten Galaxien zu suchen, wie man sie dort findet und wie sie da auch hinkommen, vor allem aber auch, was sie uns über ihre Herkunft berichten, das erklärt uns jetzt Professorin Dr. Elisa Resconi. Hallo. Hallo. Viel Spaß. Dankeschön. So I'm very happy to be here. Thank you very much, Isabel. And actually, as Isabel anticipated, when I heard about this great invitation to talk this evening at the Women of TUM and present a little bit in 10-15 minutes some elements of my science, I was indeed with my team and colleagues from Canada and US in Victoria, British Columbia, Canada, a fantastic place. And so you see here one of the picture we took, a lot of people still from remote, but we were there. And it was not only a moment of joy to be invited and to share my work is always a great honor, but was also the coincidence of these three words, power, strength, and energy. I resonate very much with all of these, plus the cable that I did not choose, by the way. So during our meeting, we were indeed talking that day, all the day about power, electric power, of course, for us, cables, deep oceanographic cable, Pacific Ocean, but also South Pole. The key words, of course, neutrinos. I talk about these little gas particles in a second. And how
we can, through new instruments, enable the observation of new phenomena in what we call the extreme universe, the universe where the most extreme energetic particles are produced, or the universe also that we call dark because it's completely unknown. So while we were talking during our meeting a lot about power and cables, well, a neutrino telescope, a telescope to see neutrinos, is composed by thousands of sensors like the one you see in this picture. This is a so-called photomultiplier tube. You see also in the nice picture from Magdalena Jos that took here the IAS sometimes ago, one phototube encapsulated in a glass pressure sphere, ready to go to the South Pole back then. So these sensors are like cameras, but they are more sensitive than any cameras you can imagine, and faster. Typically 1 million times faster than your CCD camera, the best camera you can imagine in the world. And we want to have thousands of them, and not only thousands of them, we want to operate them deep in the Pacific Ocean. 2.6 kilometers is what we are talking about. You see here a robotic arm that operates at really 2.6 kilometers in the Pacific Ocean. And we are already operating thousands of photomultiplier tubes in the middle of the South Pole. Indeed, since 2010, we have been able, this is actually a large community supported mainly by the National Science Foundation, by BMBF and DFG from the German side, we have been able to instrument 1 cubic kilometer of ice in Antarctica with more than 5,000 for these very rapid cameras. And so now if you're asking, what are you doing down there with all these cameras? There's nothing. Well, no, it's not true. Actually, there is true. It's quiet. It's shielded by for many atmospheric radiation. But we can detect the very faint light that neutrinos, when they interact, they produce. So that's the reason why we search for very dark, remote place. But then we are back to the power question. How do we bring power to instrumentation that has to work for years, constantly online, searching for a very, very rare event in the universe? This is now the vision of a new telescope in the Pacific Ocean that I'm really trying to motivate the Pacific Ocean Neutrino Experiment that we're triggering again with the US and Canadian groups. To be frank, there are also experiments in Europe, in the Mediterranean Sea and in Siberia under construction. So we hope to build together a great community of neutrino telescope to look into the universe. So now you might wonder, what are these crazy physicists doing? Thousands of cameras in the middle South Pole or Pacific Ocean, are they all crazy? Yeah, maybe yes, but actually we have a big mission ahead. And the big mission is going to be much bigger than my generation and probably a couple of generations beyond me. So, you know, in short, we don't understand the universe. The largest part of the universe remains dark to us. 5% is the matter in the universe, as the matter that composes all of us, like me, all the stars, all the planets, everything you can imagine now, all the matter we are able to interact with is standard matter. So everything that absorbs and emits light, we can see, we can measure, that is standard matter. That is only 5% of what is in the universe. 27% is what we call dark matter. So it's a form of matter, but it's exotic. We really don't know. So don't get scared about the word dark. Just means we don't have any idea. And dark energy is actually the dominant part out there. And it is a form of anti-gravity, if you want. Still dark again, because we don't know that. And so with neutrinos and with other messengers, as we call them, we want to investigate, let's say, the dark and most extreme part of the universe. So that is, I think, a good motivation to go ahead. So despite the gigantic progress in astronomy, don't get me wrong, to get this 5% really took a huge effort and many things are happening, we use only one of the building blocks of nature. So particle physics managed over the last 60 years to nail down the entire matter basically in these building blocks are the quark, the leptons, the boson, and the famous Higgs boson. Probably you have heard about that. But among these building blocks, actually, astronomy is based mainly by photons. So you detect photons.
And so we want to have another particle used to investigate the universe, and these are our neutrinos, the last row that you see in this picture. Neutrinos are elementary particles, like the photons, but they interact weakly, so the probability of interaction is very, very low, and this means that in the moment they are produced in the universe, they stream through everything, us, meat, and water, they don't do much, and very rarely they interact. Once they interact, they bring us messages from the universe. Example where neutrinos have been critical for particle and astrophysics are neutrinos produced in the sun. All the stars are powered by nuclear fusion reaction. You know, that is a dream of human being, to be able to produce power and energy for all of us in a clean way. And so there is a lot of efforts trying to mimic the sun on Earth. But the sun invented this a long time before the universe is able to produce in a clean way nearly endless amount of energy. And in this reaction that happens in the core of the sun, neutrinos are also produced. And so detecting neutrinos back in the 90s, early 2000, when I started actually as a young student, people could look into the sun, which is something that, of course, with photons we cannot do, and we did also particle physics. Understanding the nature of neutrino revealed, for example, that neutrinos have a very small mass. And if you're not impressed by this, I tell you, this discovery produced a Nobel Prize in 2015 for Art MacDonald and Tahita Kashita, because it's actually a twist in the standard model of particle physics that indicates, again, something is unknown, and maybe the neutrinos are the portal to enter in this part of the unknown nature of matter. In 1987, neutrinos have been detected by a core collapse supernova. You see here from Hubble Space Telescope actually what happened the year after. A supernova is actually a gigantic explosion, the end of a star. And so this explosion continue right now in evolution in the universe, and what you see is a ring of matter that is light up by the shock that this supernova produced. This lighting up means particles are accelerated in the ring, and so this is an evidence not only that neutrinos from the cosmic sources can be detected, and this, by the way, was another Nobel Prize, but also that in nature acceleration happened. So how do we detect neutrinos in the neutrino telescope I anticipated to you? Well, here we push the energy threshold very, very high frontier. And so here we are looking to neutrinos that have 10 to the 12, 10 to the 15 electron volts, so the highest energy you can go. So as I said, neutrinos are basically crossing all matter without feeling much, but very rarely interact with the nuclei of matter. Once they interact, they produce charged particles. These charged particles, like the trace you see inside ice cube right now, they leave a little bit of light, the blue light, Cherenkov light, and this is the light we detect with our camera, the 5,160 cameras. We reconstruct the topology, we do a very precise work, and once we are able to do this, we point back. And so neutrinos, in a way, are like ice cube, and in the future, I hope, also with the Pacific Ocean Neutrino Experiment, point back. We can do astronomy with neutrinos. How does it work? Well, this is a cartoon, and then I show you a couple of real pictures. So the idea is that essentially, galaxies, and we call them active galaxies, are extremely boiling or extremely active in terms of producing acceleration of particles. Usually this is a mechanism produced and dominated by a supermassive black hole that in the center of a galaxy eats up nearly the entire galaxy. This mechanism and this, let's say, big cooking produce most probably, but this is the question, also very accelerated protons. If protons are in these sources, they will also produce neutrinos, and so the neutrinos stream through, we detect, and we can look back and say, ah, there is one of these cosmic accelerators we are looking into. How far are we? I mean, as I said, so to detect neutrinos is one of the most challenging measurements you can imagine to do. And so we are slowly but truly arriving to understand a little bit.
So we have indications that neutrinos are indeed produced in so-called active galactic nuclei. You see one picture of a nearby one, including also the one that have jet-wise emission, like in this cartoon. And sometimes the jet points even towards us, and we call this blazar. So here are these two categories that we are looking into, and I can anticipate to you something exciting is going to come up pretty soon. But of course, at the end of the day, we are up to the highest challenge, and this is one of the indirect detection of dark matter. And so we are going to continue to use neutrinos to look into the darkest part and the most unknown part and corner of our universe. And so let me conclude this short summary of my work. So I'm working to develop and deploy and build and operate huge neutrino telescopes. The mission is to enable discoveries. I touch base only on very few, but you know, being in the ice or being in the Pacific Ocean, we are also looking into things related to the climate change, to the changing of the ocean, and we are extending in that direction. So the discoveries that we want to enable are typically unreachable with the standard astronomy. Of course, we work very closely together with astronomers, and we want to reveal the nature of the highest energetic particles as well the nature of the dark matter. Overall, at the end of the day, it's all a matter about power. And yes, at the beginning it was electric power, but probably not only electric power. Thank you very much. Thank you very much, Elisa. That was super interesting, I think. And I was wondering if you would like to tell us a little bit, just quickly, about the project with the glass walls that you installed in the ocean, right? It's an art project? Yes, yes. It's so in the Pacific Ocean, we have installed three instrumented lines. So it's not yet the full telescope lines, but we are testing and studying the site. And since actually several years, we are working with artists. And in particular, one, Joel Toms, is actually an artist that loves neutrino telescope. He calls neutrino telescope like the modern cameras. So we are opening a new era of picturing the universe. And so we engage in many discussion and talking, and working with artists makes us physicists looking sometimes a little bit beyond the everyday life and the technical aspect. And so Joel developed, together with one of my students, Kilian Holzapfel, a way to emit very quiet sounds and poetic sounds, so to open a channel between human beings and the deep ocean. And so in 2020, we deployed 10 optical sensors, and one of these emitter is the so-called radio amnion, is indeed a 2.6 kilometer in the Pacific Ocean. One time per month, artists that work with Joel compose. Again, this is a very poetic way to talk with such an important medium and such a large part of our Earth that is so fragile, and that we as human beings are a bit abusing the ocean. And every month there is this program, and you can find, if you Google Radio Amnion, you find it. You can listen to this chanting, to the poetry, small concerts. It's a very meditative usually. So I really enjoy every step of this process. So was this your idea to bring art into this project? Well, these things never happen in one mind. So it's always in discussion with friends and colleagues, like also this evening, that we are talking about so many things, and then things start. I think the harder part is to realize, not necessarily the idea, is to realize, technologically speaking, also similar project. And so I would say with Joel, we talk about exposing art to people in the most extreme environments. And so it became quite natural to say, okay, then we should expose art where people cannot reach art. And from there, we thought, okay, then let's bring stuff down into the ocean. We have this possibility. You know, the radio amnion is a small thing. Does not interfere with what we do. And as I said, the emission is very, very quiet. And so it happened and developed. And as I said, my students were also very excited to bridge
But I also say it's a very natural, very organic way of developing things. It's not that we sit and say, okay, but now how does we do that? It's come just very organically. That's really interesting. I think it fits so perfectly to the Women of TUM idea also, because you have not just the technical scientists, for example, you also have some human sciences or something like this, and they come together and they create something. So it's a very nice image that you have there as well. And I was wondering, one point I need to ask this about the neutrinos, about, you said the Walt energy they have. Right? The highest energy. The highest energy, yes. They have. So how is it comparable to, I don't know, maybe a fridge or or something like this, so that we can get an impression how much energy is this? Yeah, so that is a good question. Typically, you know, in terms of cosmic rays, or the parents of the neutrinos, that is what we are looking into. Once we talk about the highest energy, you can imagine a tennis ball, maybe served by the best guy in this moment. Or woman. Or woman, but guy is both. All right. That's right. It's neutral. But anyway, and then this entire energy condenses into one very small particle. Okay. So if you want to have, so in terms of equivalent kinetic energy, it's more or less equivalent. So indeed, once you condense all this energy in the very small particle, you have ultra-relativistic particles. But you know, with the observation that the community of astroparticle physics has done, we know that there is an end to the spectrum. So there is a really a highest energy tail, and so this means it's also something about the universe. It's not going unendlich to the highest energy. So there is an end to this, and which is actually also a starting point for us. Wow, that's really interesting, I think. And I think you really did a great job in making physics interesting for all of us. I hope so. So I think you can, you know, make a check. Yeah, absolutely. Okay. So thank you very much, Elisa. Thanks a lot. Ja, und wir kommen jetzt von einem astrophysikalischen Thema auf in irdische Gefilde. Ganz anderer Ansatz. Haben Sie sich schon mal gefragt, wie denn die neue Arbeitswelt eigentlich so ganz genau aussehen könnte? Expertinnen und Experten, die sind sich einig, dass nicht nur Digitalisierung oder auch Arbeiten im Homeoffice eine Rolle spielen, sondern vor allem auch urmenschliche Werte wieder mehr zum Tragen kommen, nämlich sowas wie Kreativität oder auch Empathie. Unsere nächste Sprecherin ist eine dieser Expertinnen. Sie ist aktuell Geschäftsführerin von einem Startup, nämlich Mentessa, eine Community-Plattform für agile Zusammenarbeit, das sie auch gegründet hat. Sie hat ihren MBA an der TUM gemacht in Innovation und sie hat in Innovationsmanagement an der Universität Sofia promoviert. Und sie ist leidenschaftlich dem Thema hinterher, wie denn Technologie, Gesellschaft und Arbeit verändert. So, was hat das Ganze jetzt mit Macht zu tun? Sie hat sich der Frage gestellt, wie denn die neue Arbeitswelt, wie Machtstrukturen in der neuen Arbeitswelt sich denn verändern werden. Und sie geht uns jetzt vor der Kamera auf den Grund, auf das Spannungsverhältnis ein zwischen Führung, Macht und Sinn in der neuen Arbeitswelt. Dr. Tina Ruseva. Viel Spaß! Ich möchte euch drei Geschichten erzählen und eine Idee für eine bessere Arbeitswelt mitgeben, die Sinn macht. Die erste Geschichte ist vom Flächenland. Und wer Flächenland nicht kennt, die Geschichte geht so. Im Flächenland sind alle Bewohner geometrische Formen, aber nach einem ganz bestimmten Muster. Frauen zum Beispiel sind gerade Linien. Einfache Arbeiter und Soldaten sind Dreiecke, aber mit ungleichen Schenkeln, also unvollkommen. Die mittlere Schicht, also die Kaufleute, sind auch Dreiecke, aber mit gleichen Seiten, also ästhetisch ansprechender. Und ganz an der Spitze von dieser gesellschaftlichen Pyramide befindet sich der Adel. Je mehr Seiten, desto mehr Status und Macht, versteht sich. Und dieses Flächenland, das ist ein Gedankenexperiment, eine Geschichte von dem englischen Mathematiker Edwin Abbott aus dem 19. Jahrhundert. Und es ist eine offensichtliche Satire, eine Kritik an die Vorurteile der englischen Gesellschaft im 19. Jahrhundert. Doch heute
weitestgehend in der Arbeitswelt, wohin auch man guckt, sieht man Flächenland. Ich möchte euch dazu noch animieren, dieses Flächenland auf der Reise quasi in dieser, durch meine Rede mitzunehmen und dabei gemeinsam eine Alternative zu entwickeln. Eine Alternative, in der Menschen durch Machtverhältnisse, durch Organisationsformen und Gesellschaft nicht klein gehalten werden, sondern dazu befähigt werden, großartig zu sein. Empowerment, das Stichwort. Und das Interessanteste, was mich an diesem Gedankenexperiment festgehalten hat, war der Effekt, den diese Strukturen auf die Figuren selber hatte. Von der Seite heraus sieht nämlich ein Quadrat genau wie ein Dreieck, genau wie eine Linie aus. Das heißt, die geometrischen Formen im Flächenland konnten sich ja selber nicht voneinander unterscheiden. Macht macht also machtlos. Und das ist vor 150 Jahren wahr gewesen und auch heute. Ich hatte das Glück, als ich 6 war, eine andere Perspektive kennenzulernen. Eine andere Perspektive zu, ich fühle mich wie ein Rädchen im Hamsterrad, ich weiß nicht, welchen Einfluss ich überhaupt haben kann, von mir hängt sowieso nichts ab und ich fühle mich unerfüllt und ja, wir kennen das. Mehr als die Hälfte der deutschen Arbeitnehmer haben innerlich gekündigt. Und wie das passierte, dazu die zweite Geschichte. Meine Mutter kam nach Hause mit einem Computer. Es war 1988, also kurz nachdem die Dinosaurier vorbei waren, sehr, sehr lange vor dem Internet. Sie brachte diese 4 Kartons in die Küche, holte mich zu ihr und sagte, Tina, es gibt 2 Arten von Menschen. Es gibt Bilder und Consumer. Es gibt also Menschen, die produzieren und solche, die dabei sind. Es gibt Menschen, die gestalten, die Probleme lösen, die sich Gedanken machen und andere, die das nicht tun, die einfach nur dabei sind. Und sie hat eine Pause gemacht, mir in die Augen gesehen und mich gefragt, zu welcher Gruppe ich eben gehören möchte. Und von diesem Moment an wusste ich, wer ich sein möchte. Ich wollte ein Bilder sein. Ich wollte auf jeden Fall so viel wie möglich gestalten, so viele Probleme wie möglich beseitigen und auf gar keinen Fall einfach nur dabei sein. Ich habe diesen Computer genommen, ich habe damit unheimlich viel veranstaltet. Ich habe zuerst diese DOS-Spiele programmiert, nur mit Textzeichen und dann eben irgendwann war ich als Informatik-Absolventin in der Arbeitswelt gelangt. Und ich habe mich im Flächenland gefunden. Denn an jeder Ecke wurde ich gelabelt. Für die Marketingabteilung zum Beispiel war ich ein Techie und deswegen weg von Business zu halten. In den Planungsmeetings war ich zu jung und als Migrantin hatte ich sowieso als günstige Fachkraft nur dabei zu sein. Und es ging mir damals weder um Karriere noch um Führung. Diese Konzepte kannte ich nicht mal. Ich bin in Bulgarien aufgewachsen und während meiner Kindheit befand sich das Land in Transformation. Keiner konnte dort Karriere machen und dieses Verständnis kannte ich nicht. Es ging wirklich nicht darum, es ging darum, ein Bilder sein zu wollen. Es ging darum, dass ich ein CRM-System programmiert habe und das mit unseren Kunden besprochen habe, aber ich wusste nicht, wofür ein CRM-System gut ist, warum Unternehmen solche Systeme brauchen. Und das hat mich gestört, denn ich konnte nicht richtig beitragen, wenn ich nicht wusste, warum, wozu. Und ich habe mich entschlossen, das muss ich unbedingt wissen, ich habe meinen Job gekündigt, ich habe selber ein Unternehmen gegründet und ich war draußen in der weiten, schönen Welt und schon wieder im Flächenland. Denn als eine weibliche Gründerin war ich für die meisten Investoren natürlich eine gerade Linie, weil Sie kennen das sicherlich, nur 2% des Risikokapitals wird in Frauenunternehmerinnen investiert. Die Welt hat sich seitdem verändert, doch es ändert sich sehr langsam. In der Schweiz dürfen Frauen wählen nur seit etwa 50 Jahren. Genau das Gleiche für Schwarze in den USA.
Und in Deutschland besteht, also beträgt der Gender Pay Gap aktuell bis zu 17%. Und durch die aktuellen Machtverhältnisse, durch die Jobs, die man bekommt, durch die Chancen, die man vielleicht nicht bekommt, summiert sich das über die Jahre zu einer Rentendifferenz auf Kosten der Frauen von fast 50%. Es verändert sich alles, aber sehr langsam. Und deswegen denke ich, dass es für uns an der Zeit ist, über das Konzept Macht zu sprechen. Denn einfach nur dabei sein war früher, als wir einfach nur die Maschinen am Leben erhalten mussten, wichtig und richtig und gut so. Aber einfach nur dabei sein, was bringt das im Wandel? Was bringt das für eine Klimakrise? Was bringt das in einer Pandemie? Können wir uns diese Leistung von einfach nur dabei sein als Gesellschaft überhaupt noch leisten? Ich meine nicht. Und dazu möchte ich euch die dritte Geschichte erzählen. Und die dritte Geschichte nutze ich dafür, unsere Zeit zu erklären. Ich bespreche das auch mit meinen Kindern und sie wollen ja wissen, was verändert sich jetzt. Die kennen die Welt nicht vor der Digitalisierung. Sie kennen die Welt nicht vor der Vielfalt. Und sie kennen ja auch ganz wenig Geld vor der Pandemie und vor dem aktuellen digitalen Umfeld in der Schule und für mich in der Arbeit. Und sie fragen, was ist denn jetzt so anders? Warum sprechen alle darüber? Und die Geschichte, die ich dafür nutze, möchte ich euch jetzt mitteilen. Und es geht darum, es verändert sich ja nicht zum ersten Mal etwas. Technologischer Fortschritt hat unsere Gesellschaft und unsere Arbeitswelt schon immer bestimmt. Wie wir miteinander arbeiten und leben, das hängt immer davon ab, wie gut wir vorankommen mit technischem Fortschritt. Doch seit kurzem befinden wir uns in der vierten industriellen Revolution und mit dem Durchbruch von künstlicher Intelligenz, von Blockchain, von anderen exponentiellen Technologien haben wir eine exponentielle Produktivität erlangt. Und die dritte Geschichte illustriert, was das eigentlich bedeutet. Sie handelt um einen König, um einen chinesischen König, der sich gelangweilt haben soll und dem Weisen im Land bestellt hat, dass man ihn irgendwie ablenken soll mit einem Spiel oder Sonstiges. Und einer der Weisen hat für ihn das Schachspiel erfunden. Und der König war so glücklich und so dankbar, dass er dem Weisen alles als Belohnung versprochen hat. Wäre der Weise kein Weise, hätte er sich sicher Gold gewünscht, aber er hat etwas anderes verlangt. Und zwar nach einem ganz bestimmten Muster. Und zwar ein Weizenkorn auf dem ersten Spielfeld des Schachbretts, zwei auf dem zweiten, vier auf dem dritten und schon acht auf dem vierten. Und so weiter und so fort, immer das Doppelte auf jedem weiteren Spielfeld. Auf einem kleinen Schachbrett sammelt sich das schnell auf 64 Feldern zu der wahnsinnigen Summe von 18,5 Quintillionen Weizenkörner. Das habe ich selber als TUM-Absolventin nachschauen müssen. Und ich habe auch nachgerechnet, als Informatikerin hat man das. Das ist mehr als alle Sandkörner auf allen Stränden auf unserem blauen Planeten gerade. Das ist mehr als China, der weltweit größte Produzent von Weizen, in 6000 Jahren herstellen kann. Heute. Das ist extrem schnell und extrem viel. Und dank Pandemie wissen wir alle, das ist exponentiell. Diese exponentielle Produktivität macht es notwendig, dass wir die Organisationsstrukturen daran anpassen, dass wir anders arbeiten, dass wir anders leben. Denn wir befinden uns de facto in einer VUCA-Welt. Volatil, unsicher, komplex und ambivalent. Dieser Akronym gibt es schon sehr lange und er beschreibt die Welt mit Technologie, die Welt mit ständiger Veränderung, die Welt, in der ich befähigt werden muss, mit dem Wandel zusammen weiterzuwachsen, mit anderen gemeinsam nach Lösungen zu suchen, die noch nie da waren, ständig mein Wissen zu erweitern, lebenslang zu lernen, von allen um mich herum im Netzwerk zu arbeiten. Und diese VUCA-Welt, die Pandemie war nur ein kleines Modell davon, sie ist schon lange hier und sie hier zu bleiben. In einer VUCA-Welt macht Macht machtlos. In einer VUCA-Welt wandert Information in Org-Charts, in Organigrammen und in Abteilungssitzungen viel zu langsam
Und vor allem, sie ist ja schon sowieso da. Mit so einer Fülle an Informationen, mit so einer Transparenz, kann man Menschen sowieso nicht mehr so kleinkariert führen, wie wir das bisher versucht haben. Was also tun? Was ist die Alternative? Wenn wir sagen, Macht macht machtlos und Sinn macht Sinn, denn in dem Wandel brauche ich einen Leuchtturm, einen Purpose, woran ich mich entlang orientieren, wandeln kann, aber weiterkommen kann. Wie komme ich von dem einen zum anderen? Denn ich möchte ja trotzdem als Person oder auch als Firma erfolgreich sein. Und die Charts und die Anerkennung und der Status, den wir als Gesellschaft einem mitgeben, die sind ja nicht für gute Mutter gewesen oder für ganz besonders vielen Menschen geholfen. Die Charts, die wir lesen in den Medien, sind die 1000 einflussreichsten Personen oder die 100, die 1000 reichsten Personen oder die Spiegel-Bestsellerliste von den meistverkauften Büchern. Wie komme ich von Sinn zu Geschäftserfolg, ohne das zu kompromittieren? Und die Antwort ist ganz, ganz einfach und ganz banal. Die Welt hat sich verändert. Diese Listen, die waren vielleicht bis vor 10 Jahren voller namhaften Organisationen. Vorstände, also Rankings mit Menschen vom Rang, Politiker. Aber wenn Sie heute in diesen Listen sehen, werden Sie viele Einzelgänger entdecken. Sie werden Gründer sehen, Sie werden Schüler sehen, Sie werden NGOs sehen oder Indie-Autoren. Die Welt hat sich schon lange verändert. Greta Thunberg, ein ehemaliges Kind, das letztes Jahr erst volljährig geworden ist, hat die größte NGO auf der ganzen Welt mit Tausenden und Abertausenden von Helfern, die unbezahlt sich für ihre Bewegung einsetzen. Die Beispiele sind ganz viele. Die Welt hat sich verändert und warum das so ist, ist in dem letzten Begriff, den ich euch mitgeben möchte. Plattformwirtschaft. Die Plattformen haben sich verändert. Eine Plattform, das ist etwas, was Produzenten und Konsumenten verbindet, also die Bilder und die Consumer. Und es gab schon immer Plattformen. Ein Krankenhaus ist eine Plattform, es verbindet Kranke mit Ärzten. Eine Zeitung ist eine Plattform, sie verbindet Werbetreibenden mit Lesern. Und heutzutage, das, was sich verändert hat und warum auch Menschen, Individuen erfolgreich sein können mit ihrem Einfluss, ist, man braucht heute für Plattformen nicht besonders viel Anlagevermögen und große Investitionen. Man braucht kein Gebäude, um eine Webseite zu starten. Man braucht nur ein Smartphone und ein bisschen Internet und zum Glück haben das mittlerweile alle. Das ist die neue Realität und das ist die Realität, in der Macht wenig Sinn macht, aber Sinn ganz viel. Denn gemeinsam sind wir stärker und die Zukunft gehört uns allen als Community, als Gesellschaft gemeinsam. Denn eines konnte meine Mutter vor 30 Jahren eben nicht wissen. Es war das Internet noch nicht da und die Digitalisierung. Sie wusste nicht, dass heute wir eigentlich alle Bilder sind. Mit jedem Klick, mit jedem Like, mit jedem Einkauf gestalten wir nicht nur unsere Privatleben, sondern auch die Gesellschaft und wie sie später sein wird. Deswegen macht also bitte wenig Macht, macht also Sinn. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, liebe Tina. Wir haben sogar auch schon einige Fragen jetzt bekommen aus dem Publikum oder von den Zuschauerinnen und ich würde dir direkt gleich mal eine stellen, wenn das für dich in Ordnung ist. Das erste ist, du sagst, Macht ist eine neue, hat eine neue Dimension, indem es in diese Plattform-Sache geht. Aber ist das denn nicht am Ende dann einfach nur eine Macht, also ist die Macht, bleibt nicht Macht die gleiche, verteilt sich nur einfach anders? Also Macht ist der Einfluss, die Möglichkeit, also nach dem Duden, auf Menschen und Umstände quasi Einfluss zu nehmen. Und natürlich kann man das auf verschiedenen Wegen machen. Früher gehörte dazu ein bestimmter Status, eine bestimmte Kaufkraft, ein bestimmter Jobtitel, damit man das überhaupt machen kann. Dadurch, dass die Welt relativ exklusiv war und eben diese vielen Ressourcen notwendig waren. Heute
braucht man dafür nicht mehr und nicht weniger als eben das Telefon. Und deswegen würde ich schon sagen, dass es eine zusätzliche Dimension ist. Wir haben ja immer noch die Trumps dieser Welt und die Greta kommt quasi dazu. Was ich aber glaube, ist, aufgrund der Fülle von Informationen und der Befähigung jedes Einzelnen, quasi dieses Empowerment, worüber alle sprechen, wird die erste Form im Großen und Ganzen verschwinden. Wir dürfen nicht vergessen, der Zweck von Organisationen war es auch vor der Digitalisierung immer, dass wir Menschen gemeinsam als Gruppe Fähigkeiten bekommen, die wir einzeln nicht haben. Und darum geht es. Ich habe, als ich dich anmoderiert habe, gesagt, dass in der New Work, in der neuen Arbeitswelt, vor allem Empathie und Kreativität zum Beispiel Faktoren sind, die man brauchen wird. Jetzt hast du gesagt, Bildung ist auch entscheidend. Hast du da noch ein paar Ansätze, was auf jeden Fall Menschen mitbringen müssen in der Zukunft? Also die Top 10 Skills für die Zukunft der Arbeit sind die Soft Skills, also Problemlösungskompetenz, Verhandlungsskills, Empathie natürlich auch. Und ich glaube, genau deswegen müssen wir nochmal an der Art und Weise, wie wir Unternehmen organisieren. In Deutschland sind nur 6% aller Firmen selbst organisiert noch. Wir müssen da dran, weil eben diese Strukturen größtenteils interdisziplinäre Zusammenarbeit verhindern, also Kreativität verhindern. Wir haben eine noch nie dagewesene Vielfalt in der Gesellschaft. Zum ersten Mal, das ist ein historischer Moment, arbeiten 5 verschiedene Generationen in der Arbeitswelt zusammen. Mhm. Also die Babyboomer sind noch da, die Jüngeren kommen schon nach. Wenn wir diese einzigartige Gelegenheit nicht nutzen, um gemeinsam die Innovationen zu schaffen, die wir so dringend brauchen, um aus den Krisen rauszukommen, in denen wir stecken, dann ist das eine verpasste Gelegenheit. Und ich glaube, Kreativität hat jeder von uns. Es ist nicht ein Skill, das wir unbedingt neu bilden müssen. Aber wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, dass man das in einem geschützten Raum auch ausleben kann und darf, dass jeder von jedem lernen kann, jeder jeden ansprechen kann, so wie die Ansprache am Anfang war, dass jeder sich selber auch befähigen kann, über sich hinauszuwachsen und Probleme zu lösen, für sich und für die anderen. Und ein Verständnis mitbringen, vielleicht auch für die anderen Generationen zum Beispiel. Auf jeden Fall. Und es ist interessant, weil Arbeit verändert sich gerade und man hört so viele Beratungsunternehmen und ehemalige Führungskräfte oder also Menschen, die quasi on top of diese alten Strukturen gewesen sind, wortwörtlich danach übeln und sich so freuen. Notwendige Veränderungen kommen nie unangekündigt. Wir wissen ja alle kollektiv, dass die Zeit dafür gekommen ist und dass es eben sich in verschiedenen Bereichen des Lebens auch negativ auswirkt. Und die Frage ist nur, wer traut sich zuerst? Und deswegen möchte ich darüber sprechen und deswegen freue ich mich, dass wir heute Abend auch darüber sprechen, denn die Veränderung hat begonnen. Viele Menschen sind dafür bereit und quasi für bessere Arbeit als ja, Ankerpunkt einer Gesellschaft. Und das freut mich, dass wir das voranbringen können. Ganz entscheidender Punkt, sprechen wir auch nachher nochmal im Panel drüber. Auch der Punkt, den du ja angesprochen hattest in deiner zweiten Geschichte war es, glaube ich, dass wir Frauen noch unterrepräsentiert sind, bestimmt auch im Gründerinnenbereich sehr schwierig oder es ist sehr hart und tough. Also da freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir gleich noch sprechen. Vielen Dank für deinen Vortrag, für deinen Talk. Sehr, sehr spannend und interessant. Danke, Tina Roseva. Ja, und wenn Sie jetzt zu Hause sagen, finde ich super, so eine Veranstaltung. Und ich habe doch eigentlich auch was zu sagen. Oder zum Beispiel auch, ich könnte mich ja jetzt mal selber empowern und einfach auch mal auf eine Bühne oder vor eine Kamera hüpfen und auch mal meine Expertise teilen, dann sehr gerne. Denn diese Veranstaltung heute ist zwar unser großes Jahresevent, aber wir haben mittlerweile monatlich Veranstaltungen, unsere Women of TUM Afterworks, beziehungsweise Online-Afterworks momentan noch. Und wir freuen uns immer, wenn Frauen, egal wie alt, egal aus welchem Kontext, zu uns kommen und sich als Gastgeberin für einen dieser Abende melden und aus ihrem Forschungsbereich, aus ihrem Arbeitsumfeld, aus ihrem Hobby berichten und Impulse und Inspirationen geben.
Wenn Ihnen das vielleicht ein bisschen zu viel Scheinwerferlicht ist und Sie sagen, grundsätzlich finde ich die Idee der Women of TUM ja total toll, aber Bühne ist jetzt vielleicht nicht unbedingt meins, dann haben wir seit diesem Jahr ein ganz neues Angebot für Sie. Im Juni hat sich eine Women of TUM Task Force gebildet, eine Gruppe von freiwilligen Frauen, die um die Welt herum leben und sich einmal im Monat virtuell treffen, um weitere Meilensteine der Women of TUM voranzubringen. Also zum Beispiel die Women of TUM noch bekannter zu machen unter verschiedenen Zielgruppen, die auch noch mehr Veranstaltungen organisieren und daran arbeiten, dass man die Women of TUM nicht nur an der TUM kennt, sondern natürlich auch insgesamt in Deutschland und in der Medienwelt. Falls Sie daran Interesse haben, dann schauen Sie einfach gerne mal auf unserer Website vorbei, www.community.tum.de/women. Ich hoffe, es wird jetzt auch gleich eingeblendet. Und ansonsten, wenn Sie jetzt schon in diesem Moment eine Idee haben, dann schreiben Sie uns unbedingt eine E-Mail, womenoftum@tum.de, und diese E-Mail landet bei meiner Kollegin Anke Graf oder mir, und wir freuen uns wahnsinnig über ganz viele Zuschriften und ganz viele tolle Frauen aus dem Netzwerk, die was zu berichten haben. Ja, und ich habe schon angekündigt, die Veranstaltungen, Sie haben sie gerade schon gesehen und ich bitte Sie jetzt noch einmal einzublenden. Es gibt dieses Jahr und auch im Januar noch drei Veranstaltungen, die wir schon in der Pipeline haben. Das eine ist, wie ich es gerade schon gesagt habe, unsere Women of TUM Online Afterwork. Das findet am, jetzt muss ich selber einmal spicken, am 10. November statt, da mit Dr. Katrin Hahn. Sie ist akademische Rätin am Munich Center for, jetzt muss ich einmal gucken, Technology in Society. Und sie spricht über New Digital Modes of Entrepreneurial Work. Was heißt das genau? Sie spricht darüber, wie sich die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Mitarbeitenden in der Corona-Zeit verändert hat, dadurch, dass diese eben beispielsweise im Homeoffice gearbeitet haben. Dann haben wir ein neues Format, das Women of TUM Panel. Und da widmen wir uns in Zukunft vor allem Themen, die Karriere und Vereinbarkeit mit dem Privatleben behandeln. Und unser erstes Panel geht um das Thema Karrierefalle Teilzeit. Also spannender Punkt, denke ich. Wir haben auch schon zwei Panelistinnen, die zugesagt haben. Das eine ist Dr. Clara Kronberger. Sie ist bei den Stadtwerken München in einer leitenden Funktion und hat dort ganz spannend ein Jobsharing, teilt sich den Job in einer Jobsharing-Funktion. Also kann sicherlich ganz tolle Impulse dazu geben, wie Führen in Teilzeit möglich ist. Und Julia Garev, sie ist Coach für Eltern, die sagen, ich möchte ein erfülltes Arbeitsleben, aber eben auch ein erfülltes Familienleben haben. Und unser Women of TUM Afterwork geht, toi toi toi, bleiben wir optimistisch, in Zukunft auch wieder in Präsenz. Das Ganze wird stattfinden am 19. Januar. Dann spricht TUM-Alumna Dr. Anna Hepp über The Art of Perfect Timing. Auch super interessanter Punkt, denn irgendwie ist es ja doch immer ein bisschen schwierig zu wissen, wann bilde ich mich jetzt weiter, promoviere ich vielleicht noch, wann möchte ich oder möchte ich überhaupt eine Familie gründen und viele andere Punkte. Sie wird aus ihrem Leben berichten. So, und mit diesen drei Events lasse ich Sie jetzt mal einen kurzen Augenblick alleine. Wir machen eine kurze Umbaupause. Sie können sich ja alles mal in Ruhe angucken. Am besten gleich auf die Website gehen, idealerweise sich gleich anmelden. Und wir sehen uns in ganz wenigen Sekunden wieder. Ja, da sind wir schon wieder zurück. Ging doch recht zügig hier unser Umbau. Wir haben nämlich eine kleine Umbausession vorgenommen, weil wir jetzt, wie Sie sehen, uns hingesetzt haben. Hier noch einmal der Hinweis, wenn Sie Fragen an unsere Sprecherinnen haben von heute Abend, egal ob die beiden, die schon dran waren oder auch die, die jetzt gleich noch kommt, dann schicken Sie uns Ihre Frage über unser Tweetback-Format tweetback.de, eine 5, zwei kleine M's und eine 1, und dann können Sie Ihre Fragen auch schon eingeben. Kommen wir zu unserer dritten, zu unserem dritten Role Model des Abends. Wenn man sie googelt oder in eine andere Suchmaschine eingibt, dann erfährt man ganz schön viel über sie. Also sowas wie Alter, Geschwister, Namen der Geschwister, Gewicht, Größe. Also vielleicht so Faktoren, die jetzt nicht jeder von uns unbedingt eigentlich so gerne in der Öffentlichkeit hätte. Dabei ist sie doch eigentlich nur Medizinstudentin an der TUM. Sie nicht. Denn sie ist auch Hochleistungssportlerin im Judo. Und sie hat mit 7 Jahren angefangen, Judo zu betreiben, damals zusammen mit ihrer Schwester, mit ihrer Zwillingsschwester. Und mit 12 hatte sie das erste Mal den olympischen Traum, also hat davon geträumt, irgendwann mal bei Olympia zu sein.
Aktuell ist sie Weltranglisten-Vierte mit entsprechenden Erfolgen, wie zum Beispiel der Goldmedaille im Mixteam 2018 bei den Europameisterschaften, die Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften in diesem Jahr im Einzel, also in ihrer Gewichtsklasse bis, jetzt sage ich es, 57 Kilo. Und vor allem aber auch hat sie sich in diesem Jahr diesen Traum der Zwölfjährigen erfüllt. Sie ist zu Olympia gereist und viele sagen ja, dabei sein ist alles, aber das war nicht ihr Motto, denn sie kam wieder mit einer Bronzemedaille, die sie ebenfalls im Mixteam gewonnen hat. Als wir sie angefragt haben, ob sie denn heute Abend dabei sein möchte, da hat sie gemeint, ja, das kann ich total gerne machen, aber ich verstehe eigentlich gar nicht so ganz genau, was an meinem Leben jetzt so spannend ist, denn für mich ist ja alles normal. Ich würde sagen, Medienrummel, Profisport, Medizinstudium und vor allem natürlich auch sehr viel Verzicht und Disziplin. Da braucht man schon eine ganze Portion Kraft und Energie, um das alles unter einen Hut zu bringen. Und ich freue mich total, dass wir jetzt darüber sprechen, wie man vor allem auch in außergewöhnlichen Situationen seine mentale Stärke behält. Hallo Theresa Stoll. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du da bist, denn wir haben gehört zum Thema Medizinstudium und Hochleistungssport in unter einen Hut zu bringen, dass du eigentlich heute in einem Seminar hättest sitzen müssen. Ich war, also es war kein Seminar, aber ich war in der Uni und bin dann rechtzeitig hierher gefahren, genau. Das heißt, also Verzeihung an der Stelle, falls wir Theresa weggeschnappt haben. Es dient einem größeren Sinn oder einem höheren Zweck. Manchmal im Leben muss man einfach Prioritäten setzen. Und ich denke, dass es heute auf jeden Fall so war. So soll es sein. Theresa, du hast uns Fotos mitgebracht, zum Beispiel auch von den Olympischen Spielen. Und ich würde mich freuen, wenn wir das jetzt sehen. Genau. Da sehen wir dich einmal in den Olympischen Ringen sitzend. Und wir wollen uns heute mal deinen Weg zur Olympia gerne angucken und vor allem auch, was das in dem Bereich mentale Stärke für dich bedeutet hat. Und vielleicht starten wir mal damit, dass ja die Olympischen Spiele ursprünglich eigentlich letztes Jahr stattfinden sollten. Und ich weiß von anderen Sportlerinnen und Sportlern, dass das für viele ein Problem war, denn du trainierst, du bist in Topform und dann, bumm, kam Corona und es war einfach nicht möglich. Wie war das damals für dich? Also im Grunde ist es schon so, dass man im Sport schon flexibel sein muss, aber das war eine andere Art von Flexibilität, würde ich sagen. Ja, im ersten Moment war es wirklich hart. Also ich habe im Februar letzten Jahres die nationale Nominierung bekommen und hatte quasi eigentlich die Qualifikation schon relativ sicher. Genau, und dann kam Corona und ich wusste erstmal nicht genau, werden die Olympischen Spiele überhaupt stattfinden. Also ich wusste, ich wäre eigentlich dabei, aber werden sie überhaupt stattfinden? Und es war so ungefähr eine Woche, wo das einfach nicht sicher war, ob es jetzt verschoben wird oder ganz abgesagt wird. Und das war schon keine leichte Zeit. Also da habe ich auch erstmal gebraucht, um das zu verarbeiten. Weil dieser Traum von den Olympischen Spielen, der ist schon so lange in meinem Kopf und ja, wenn man das Gefühl hat, ja, man hat es vielleicht geschafft und auf einmal wird einem dieser Traum genommen, ist es natürlich nicht einfach. Und wie hast du es geschafft, dann da stark zu bleiben? Also ich habe mir erst eine kleine Auszeit genommen, habe viel Zeit mit meiner Familie, mit meiner Zwillingsschwester verbracht, ist auch eine sehr wichtige Person in meinem Leben und habe mir dann einfach überlegt, okay, was gibt es für Möglichkeiten? Ich kann einfach nur das Beste draus machen, also ich kann jetzt einfach weiter trainieren und mich darauf vorbereiten, dass wenn es stattfindet, dass ich dann einfach in Topform bin. Und irgendwann habe ich sogar angefangen, das so zu sehen, dass ich jetzt ein Jahr länger trainieren kann und am Ende vielleicht stärker bin am Ende. Und jetzt im Nachhinein, klar, ich kann nicht sagen, wie es anders gewesen wäre, aber ich bin schon zufrieden mit dem, wie es jetzt gerade gelaufen ist und mit dem Jahr, in dem ich mich sehr weiterentwickelt habe. Und genau. Du hast es also ins Positive gekehrt, erstmal so, und hast versucht, das Positive zu sehen. Du hast deine Schwester gerade angesprochen, das ist ja auch so ein, naja, würde ich sagen, auch so ein bisschen medial aufgepuschte Geschichte, denn deine Zwillingsschwester ist eigentlich fast genauso gut wie du im Judo. Und ihr hattet das Problem, dass nur eine in der Gewichtsklasse, in der du unterwegs bist, zu Olympia kann. Und da gab es in den Medien ja dann Themen hier, große Konkurrenz. Wie war das für dich im mentalen Sinne, dann da wirklich gegen deine Schwester anzutreten? Also wir haben die Regel, dass quasi pro Gewichtsklasse, pro Nation nur ein Athlet oder eine Athletin an den Start gehen darf. Und nachdem wir beide in der gleichen Gewichtsklasse sind, schon relativ lange,
war für uns klar, okay, wenn wir beide das Ziel von Olympia haben, dann werden wir in einer gewissen Art auch Konkurrentinnen sein. Und das waren wir jetzt mal so grob gesagt, aber im Grunde haben wir das nie so extrem gesehen. Also wir haben uns immer gegenseitig motiviert, gepusht und vor allem in der harten Lockdown-Zeit war es einfach sehr hilfreich, jemanden zu haben, der einen dann auch weiter motiviert und pusht. Und wir haben, ja, wir haben schon immer zusammen trainiert, wir haben auch schon immer gegeneinander gekämpft. Wir sind damit aufgewachsen und ja, es war für uns klar, dass es wahrscheinlich irgendwann dazu kommen wird, dass es nur einer schafft. Ist es trotzdem eine Belastung mental oder ist das wirklich so abgeklärt, wie du es jetzt gerade sagst? Es gab, glaube ich, Phasen, in denen es schon eher schwieriger war. Vor allem natürlich für Amelie, meine Schwester. Aber ich glaube, am Ende war es dann so, dass es irgendwann absehbar war, dass es ich wahrscheinlich schaffen werde. Und ja, für sie war das natürlich nicht einfach. Ich meine, es war auch ihr großer Traum, aber sie hat es neulich auch so erzählt, dass sich quasi ihr Ziel ein bisschen verändert hat. Das heißt, ihr Ziel war dann nicht mehr aktiv teilzunehmen, sondern meine Trainingspartnerin zu sein oder generell auch als Trainingspartnerin mitzukommen und unser Team vorzubereiten und dann da das Beste rauszuholen. Und ja, ich war einfach super dankbar, dass sie da mitkommen durfte und ich ja dieses besondere Erlebnis mit ihr teilen durfte. Ja, klingt auch nach einer guten Strategie, also das auch wieder ins andere zu wenden und dann sein Ziel zu verändern, also ein wichtiger Punkt, glaube ich. So, dann gehen wir einmal ein Jahr weiter, also in 2021, dann hat Olympia stattgefunden, also vorher sagtest du noch, es war ja ungewiss, dann war gewiss, es kann dieses Jahr stattfinden. Wie war erstmal so der Eindruck, zu den Olympischen Spielen hinzukommen, da sie ja doch deutlich anders waren als sonst? Also mein Vorteil war, glaube ich, einfach, dass ich keine Vergleichswerte hatte. Das heißt, es waren meine ersten Olympischen Spiele und man stellt sich ja immer irgendwas vor, aber man wird trotzdem immer überwältigt. Also es war einfach ein super besonderes Gefühl, in dieses olympische Dorf zu kommen und die ganzen anderen Sportler zu treffen und ja diese olympische Atmosphäre zu spüren. Und das kann man sich vorher eigentlich gar nicht ausmalen. Also es war wirklich ein sehr schöner Moment. Ja. War da irgendwas dabei, was dich irgendwie umgehauen hat in dem Sinne, wo du irgendwie überwältigt warst, wo du nicht darauf vorbereitet warst? Ja, dass dieses olympische Dorf einfach riesig war. Also es war wirklich, es gab alles dort und wir sind zum Teil mit den Fahrrädern rumgefahren, weil es so groß war. Dann die Mensa war auch total riesig, auf zwei Stockwerke und alles, was das Herz begehrt. Und ja, die verschiedenen Nationen, also so viele Länder, von denen ich davor noch nie gehört hatte. Also es war wirklich eindrucksvoll. Dann kam dein erster Wettkampf. Das war das Einzel, oder? Genau, der Einzelwettkampf. In deiner Gewichtsklasse unter 57 Kilo. Und dann ist das leider nicht so gelaufen, wie das geplant war. Dazu können wir gleich sprechen. Ich habe vom Bayerischen Rundfunk eine Nachricht gelesen. Da stand dann nach deinem ersten Kampf: Judoka Stoll scheitert bereits im Auftakt. So, wie war das da für dich? Du gehst da hin, du willst dein Bestes geben, du bist super in Form und dann läuft es nicht so wie geplant. Also wir sind eine Woche davor angereist, um uns dran zu gewöhnen, an das Klima auch, an die Zeitumstellung. Und dann war, also die ersten Tage war ich noch so ein bisschen überwältigt von der Situation, von dem Ganzen, von der Atmosphäre, von dem Dorf. Und dann irgendwann habe ich es aber ganz gut geschafft, den Fokus zu finden, mich zu konzentrieren und mich darauf vorzubereiten auf meinen Wettkampf. Und dann, wie konzentriert man sich da? Wie schafft man das? Also man bereitet sich einfach speziell vor. Also man macht sein Techniktraining noch, man geht im Kopf nochmal so die Gegner durch und man schaut sich auch die Kampfliste an. Also es gibt immer so eine Auslosung und bereitet sich dann speziell auch gegen die Gegner vor. Und ich persönlich ziehe mich immer ein bisschen zurück, also möchte eher meine Ruhe haben, höre dann auch viel Musik und lenke mich manchmal auch ein bisschen ab. Aber ich habe schon gemerkt, dass die Anspannung gestiegen ist und ich hatte mir davor vorgenommen, möglichst gelassen zu bleiben und es hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Also es ist natürlich man nimmt sich das vor und dann ist man vor Ort und das sind natürlich jetzt der große Traum, der da auf einmal in Erfüllung geht und das muss man natürlich erstmal verarbeiten. Ja, und dann hatte ich den Einzelwettkampf und ich war unter den besten acht. Das heißt, ich hatte eigentlich einen ganz guten Setzplatz.
Und meine erste Gegnerin hatte einen Vorkampf. Und ich bin quasi eine Runde später dann erst eingestiegen. Und ich war an dem Tag einfach super angespannt. Also ich habe es nicht geschafft, diese Gelassenheit, die ich mir vorgenommen habe, umzusetzen. Und ja, dann, das ist das Traurige unserer Sportart, dann habe ich einen Moment nicht ganz aufgepasst oder vielleicht eine Fehlentscheidung getroffen und lag auf dem Rücken. Und dann, das ist beim Judo leider so hart, dann ist es einfach vorbei quasi. Das heißt, einmal nochmal kurz für all diejenigen, die nicht die Judo-Expertinnen und Experten sind. Das Ziel beim Judo ist, den Gegner oder die Gegnerin auf den Rücken, auf die Matte zu legen. Genau, kurz es gibt gesagt. Verschiedene Möglichkeiten, den Kampf zu gewinnen. Einmal halt auf den Rücken werfen, so das Klassische. Mhm. Dann kann man noch einen Haltegriff ansetzen, also den Gegner am Boden festhalten. Und dann gibt es noch Hebel- oder Würgetechniken auch. Das klingt jetzt ein bisschen brutal, aber das lernt man mit der Zeit und dann muss der Gegner quasi aufgeben einfach. Das sind verschiedene Möglichkeiten. Okay. Und du sagst also, du konntest nicht so gelassen bleiben. Das heißt, eigentlich ist das ja auch eine mentale Qualität und eine mentale Stärke, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und wirklich gelassen in so einen Wettkampf reinzugehen, was ich mir ja tatsächlich gar nicht vorstellen kann. Wie trainiert man denn so? Wie trainierst du sowas? Also es ist schon so, dass wir in der Nationalmannschaft immer Kontakt mit Sportpsychologen hatten. Ich bin relativ früh schon in die Nationalmannschaft, also in der Jugend gekommen, ich glaube so mit 13, 14 schon. Und seitdem hatten wir eigentlich immer Kontakt mit Sportpsychologen. Und das Wichtige im Leistungssport, das spreche ich bestimmt für sehr viele Sportler, aber vor allem auch im Kampfsport, ist es einfach mental stark zu bleiben. Also man steht einem Gegner gegenüber und muss jederzeit an sich glauben und darf da keine Schwäche zeigen. Und man merkt einfach, wenn der Gegner Schwäche zeigt und einbricht, das macht einen selber dann einfach stärker. Und das, das muss man einfach verhindern und darf da auch, egal wie hart der Kampf ist, da keine Sekunde an sich zweifeln. Das bedeutet, du trainierst das eigentlich dadurch, dass du Routine darin entwickelst? Oder gibt es da wirklich Tricks und Kniffe in diesem Training mit Psychologinnen und Psychologen, also Sportpsychologinnen und Psychologen, wie du da vorgehst? Also ich glaube, es kommt immer darauf an, was für ein Typ von Mensch man ist. Mir selber hilft Routine sehr, weil wenn ich weiß, das habe ich sehr oft durchgespielt, dann sitzt es auch in stressigen Situationen. Ich glaube, ein Punkt, der mir am Anfang sehr geholfen hat, war einfach mal zu schauen, okay, was für ein Typ bin ich, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, dass man sich erstmal so bewusst ist, wie ist man selber gestrickt und dann kann man halt vorgehen und seine Stärken weiter ausbauen und aber auch an seinen Schwächen arbeiten. Und dann gibt es noch verschiedene Methoden, zum Beispiel vor einem Wettkampf stelle ich mir vor, wie ich den Kampf gewinne oder wie ich die Gegnerin werfe. Einfach so positive Gedanken und oft auch verknüpft mit Selbstgesprächen. Das hilft mir einfach auch dabei im Kampf. Das heißt eigentlich von dem bestmöglichen Case auszugehen, also bestmöglichen Fall auszugehen und gar nicht vom unbedingt schlechtesten Fall. Nee, das darf man auf keinen Fall machen. Man muss auf jeden Fall in diesen Kampf reingehen und fest daran glauben, dass man als Sieger da von der Matte geht. Wenn man das nicht macht, dann spürt es der Gegner und dann braucht man erst gar nicht draufgehen. Ja. Macht Sinn. So, jetzt gehen wir zurück zu deinem, also du hast den ersten Wettkampf leider verloren. Da hast du mir im Vorgespräch auch gesagt, das war dann nicht so einfach, erstmal das wegzustecken, aber dann kam ja noch ein Wettkampf. Wie bist du den angegangen und vor allem, wie hast du das dann auch geschafft, da an dich zu glauben und diese mentale Stärke auch wieder aufzubauen? Die du jetzt gerade beschrieben hast, mit dem ich gehe rein und ich werde gewinnen. Ja, also ich erinnere mich noch sehr schmerzhaft, wie ich dann da auf dem Rücken lag und mir gedacht habe, das kann eigentlich nicht sein so. Normalerweise geht die Qualifikation 2 Jahre, jetzt mit Corona 3 Jahre, in denen ich quasi intensiv, ich habe noch viel länger darauf hingearbeitet, aber so die Qualifikation ging allein schon 3 Jahre. Und ich hatte mir echt viel vorgenommen und so die Generalprobe 2 Monate davor bei der Weltmeisterschaft ging ja auch gut. Und meine Ansprüche waren hoch und auf einmal lag ich auf dem Rücken und dachte so, okay, aber das kann es jetzt eigentlich nicht gewesen sein. Und dann habe ich schon 1-2 Tage mindestens gebraucht und um halt wieder das zu verarbeiten, habe auch viel mit meiner Schwester vor Ort gesprochen, das hat mir auf jeden Fall geholfen. Und dann aber habe ich so diesen Schalter umgelegt und mir gesagt, okay, also wir haben die Möglichkeit, jetzt noch eine Medaille zu gewinnen. Jetzt nicht ich alleine, aber im Team. Und ich habe es einfach
Wir haben uns im Team dann zusammengesetzt am Ende und für zwei von uns war es im Einzel schon erfolgreich, für die anderen leider nicht. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, okay, wir gehen da als Team gemeinsam auf die Matte und jeder gibt einfach sein Bestes und wir fahren mit einer Medaille im Gepäck nach Hause. Und ja, das war so unser Motto. Du hast auch nochmal Fotos mitgebracht, eine Dreierreihe, die wir jetzt vielleicht einmal einblenden können, genau, wo man den entscheidenden, ist das der entscheidende Wurf? Zu dem Sieg von deinem Wettkampf sieht. Und du hast aber auch gesagt, der Wettkampf lief dann aber eigentlich auch erstmal nicht so wie geplant. Genau, also es war der vorletzte Kampf. Also es sind quasi, wir sind als Mannschaft an den Start gegangen und ich hatte den vorletzten... Es war ein Mixteam. Und ich hatte den vorletzten Kampf. Genau, der Anfang lief eigentlich schon wie geplant. Also ich bin... super auch in den Mannschaftswettkampf gekommen und wir hatten da vorher schon ein paar Begegnungen, das war der Kampf um Bronze quasi, also mein vierter Kampf an dem Tag und ich habe mich an dem Tag einfach total gut gefühlt und voller Energie und die Mannschaft im Rücken hat mich einfach bestärkt und ich glaube, das hat man auch als Außenstehender gesehen. Und ja, der Anfang war eigentlich ganz gut, also ich habe relativ bald eine Wertung gemacht. Die zweithöchste. Wertung gemacht heißt? Einen Wurf angesetzt quasi. Die Gegnerin ist so auf die Seite gefallen, also quasi der zweithöchste Punkt, nicht der höchste. Und dann geht quasi der Kampf noch die normale 4 Minuten Kampfzeit zu Ende, außer man beendet quasi schneller. Und dann hat aber die Gegnerin auch einen zweithöchsten Punkt gemacht, quasi den Ausgleich geschaffen. Und obwohl ich eigentlich davor... ja, diesen Kampf relativ dominant gekämpft hatte. Und irgendwie war dann so eine kurze Phase, in der ich so ein bisschen den Kampf aus der Hand gegeben habe. Und dann habe ich aber im Kopf mir auch gesagt, okay, aber ich bestimme jetzt wieder, wie der Kampf weitergeht und ich gehe da als Siegerin von der Matte. Und ja, das war der Moment, wo ich dann den entscheidenden Wurf angesetzt habe. Und ja, diese Emotionen, die da frei werden, wenn man den Gegner auf die Matte wirft und dann halt als Siegerin von der Matte geht, ist echt unbeschreiblich. Das klingt jetzt sehr simpel eigentlich, sich sozusagen so, ich bin die Siegerin und ich könnte mir vorstellen, deine Gegnerin hat sich ja vielleicht in dem Moment genau das Gleiche gedacht. Ja, also das klingt simpel, das ist es überhaupt nicht. Also man selber, ja, es ist jahrelange Arbeit, würde ich sagen, und auch, ja, man muss sehr viele Kämpfe auch verlieren, um dahin zu kommen. Also im Judo ist es auch so, dass man nicht immer gewinnt. Und ich glaube, es ist ein langer Weg dorthin. Aber ja, das Wichtige ist eigentlich immer das Vertrauen in sich selber, dass man da stark genug für ist. Und ja, wenn man es dann geschafft hat, ist es einfach ein Riesengefühl. Genau, wir haben nämlich auch noch ein Bild, wo man sieht, wie du es geschafft hast. Da kommt die Siegerfaust in die Höhe. Und du hattest gesagt, dass das erstmal nicht so gelaufen ist wie geplant. Das heißt, du machst hier wirklich eine richtige Strategie vor dem Kampf. Ja? Mhm. Und ich habe mich gefragt, in welches Verhältnis ist denn zwischen Strategie, zwischen der mentalen Kraft oder der mentalen Stärke, vielleicht auch der Spontanität, denn wie du jetzt gesagt hast, es ist anders gelaufen, du musstest ja irgendwie anders reagieren, aber auch wirklich physischer Kraft, also du trainierst ja auch richtig hart. Ich glaube 12 Trainingseinheiten pro Woche. So, wie ist da das Verhältnis? Ja, das Schöne am Judo ist, dass es sehr viele Eigenschaften braucht, um erfolgreich zu sein. Also natürlich ist die körperliche Kraft ein wichtiger Faktor und auch die mentale Stärke, aber es gibt noch viele andere Eigenschaften wie ja, die Technik, Koordination, Ausdauer, also sehr viele Bereiche, die zusammenspielen. Und das macht das Training auch so abwechslungsreich, weil man in sehr vielen Bereichen trainieren muss, um am Ende erfolgreich zu sein. Und körperliche Kraft ist zum Beispiel schon sehr wichtig, aber es wird nie der Stärkste gewinnen. Es wird der gewinnen, der auch im richtigen Moment mal nachgibt und nicht mit dem Kopf durch die Wand geht. Und deswegen ist auch immer eine gewisse Flexibilität gefragt und auch eine gewisse Gelassenheit, die ich dann an meinem einzelnen Wettkampf leider nicht zeigen konnte. Also gibt es eigentlich keine Faustformel dafür, sondern es ist wirklich so ein Zusammenspiel. Nee, es gibt auch nicht den perfekten Athleten. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man seinen Kampfstil so ein bisschen zu seinem Typ anpasst. Also ich bin schon eher ein strukturierter Mensch, ich brauche viel Routine,
viele Pläne im Vorfeld. Wenn Plan A nicht funktioniert, dann vielleicht Plan B oder Plan C. Aber ich glaube, es ist trotzdem immer wichtig, dann halt ja flexibel zu bleiben. Du sprichst das jetzt gerade an. Ist das was, was du aus dem Sport in deinen Alltag auch mit übertragen hast? Also zum Beispiel dieses strategische Vorgehen? Oder bist du schon eher so von Anfang an so gewesen und hast es dann in den Sport mitgenommen? Ich glaube, ich war schon immer ein sehr strukturierter und gewissenhafter Mensch, aber ich glaube, der Sport und auch das Studium haben das noch so ein bisschen hervorgehoben, weil es einfach gerade das Zusammenspiel auch bei dem Zusammenspiel super wichtig ist. Jetzt haben wir ja auch schon vorhin gesagt, dass du ja eben Vollzeitstudium in Medizin eigentlich hast. Wie hast du denn das mit deiner Vorbereitung für Olympia vereinbart oder wie vereinbarst du das generell? Also es war so, dass ich im Leistungssport eigentlich schon relativ lang aktiv war, also so mit 13, 14 in der Nationalmannschaft und dann auch während der Schulzeit immer nebenbei schon sehr viel Sport gemacht habe und ich bin da so ein bisschen reingewachsen. Also es war irgendwie für mich normal, dann manchmal nicht da zu sein und das halt selber nachholen zu müssen. Und dann nach meinem Abitur habe ich mein Pflegepraktikum gemacht, also was man quasi vor dem Medizinstudium auch macht und habe festgestellt, ja, dieser Patientenkontakt, das macht mir super viel Spaß. Und dann stand ich einfach vor der Frage, okay, muss ich mich jetzt entscheiden oder probiere ich es am Ende einfach beides? Und ich hatte natürlich ein paar Gespräche mit einigen Leuten, die gesagt haben, okay, überleg dir das gut, man muss da schon viele Kompromisse eingehen. Und ich habe mir das gut überlegt, aber für mich war das auch nochmal so eine größere Motivation, das auch mir selber nochmal mehr zu beweisen, dass ich das beides schaffen kann. Und es sind beides zwei große Leidenschaften von mir und ich wollte mich einfach für keine entscheiden. Was nimmst du denn aus deinem Hochleistungssport mit ins Studium oder eben auch in die zukünftige Medizinerinnenrolle? Wo hilft dir das denn? Ich glaube generell, der Sport gibt einem so ein bisschen ein gesundes Selbstvertrauen, auch so die Körperhaltung und so. Aber auch, dass man weiß, dass es nicht immer nur bergauf geht. Also es gibt immer Phasen. Resilienz. Genau, es gibt immer Phasen, wo man zum Beispiel auch verletzt ist oder wo es einfach nicht läuft. Und mit so Situationen umzugehen, das hat mir, glaube ich, schon auch jetzt im Studium auch geholfen, dass nicht quasi alles immer möglichst erfolgreich funktioniert, sondern dass man sich auch mal eine Pause nehmen kann und das auch in Ordnung ist. Ein guter Ansatz, wo wir auch gleich nochmal in der ganzen Runde drüber sprechen, also zu dem Thema Scheitern in Anführungszeichen, also eben, was man nicht immer alles können muss und nicht immer weiterkommen muss. Du hast uns noch ein Foto mitgebracht, wo man dich sieht. Jetzt schauen wir einmal genau, wer ist das und was machst du da? Ja, das ist Dr. Christoph Lambert, das ist unser Verbandsarzt vom Deutschen Judobund. Das ist im letzten Monat entstanden, als ich eine Formulatur, also ein Praktikum bei ihm in Köln gemacht habe. Das war quasi so nach meinem Urlaub nach Olympia so das Erste, was ich wieder quasi für die Uni gemacht habe dann auch, weil ich im Vorfeld vor Olympia natürlich die Uni ein bisschen zurückstellen musste. Also da war der Fokus ganz klar auf dem Sport. Also das letzte Semester quasi konnte ich nicht viel in der Uni belegen bzw. Prüfungen machen, weil ich einfach super viel unterwegs war und ich mich einfach optimal darauf vorbereiten wollte. Und dann nach Olympia steht jetzt erstmal wieder die Uni im Vordergrund und dann habe ich diese Formulatur, dieses Praktikum bei ihm abgeleistet und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wie ist das denn überhaupt? Also ich habe gerade schon gesagt Vereinbarkeit, aber also du hast ja wahnsinnig viel Wettkämpfe im Jahr. Wie funktioniert das überhaupt? Also ich denke, dass sich das viele auch fragen. So, das ist ja ein Vollzeitstudium und eigentlich ja auch nochmal ein Fulltime-Job, den du da im Hochleistungssport nachgehst. Wie kann man das überhaupt verbinden, kombinieren? Ja, also bei uns ist es so, dass wir eigentlich keine richtige Saison haben. Das heißt, eigentlich das ganze Jahr über sind Wettkämpfe. Dann gibt's, also es gibt vor allem diese großen Wettkämpfe wie Grand Prix oder Grand Slam, mit denen man dann Punkte sammelt für die Weltrangliste, beziehungsweise immer zwei Jahre vor Olympia startet die Olympiarangliste. Und wenn man diese Wettkämpfe macht und zusätzlich noch eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft, dann kann man bestimmte Anzahl von Punkten sammeln, je nachdem, wie erfolgreich man ist. Und so läuft quasi ja die sportliche Laufbahn und ja, nebenbei mache ich mein Studium. Und es ist auf jeden Fall sehr viel Organisation und Zeitmanagement gefragt, aber im Großen und Ganzen ist es für mich ganz gut vereinbar, weil
ich gehe eigentlich morgens immer erst ins Training und danach steht die Uni an und abends bin ich dann nochmal im Training. Und für mich ist es einfach so eine super Balance. Also auf der einen Seite sitze ich am Schreibtisch und lerne, aber jeder kennt es ja selber, dass man merkt, okay, der Kopf ist gerade voll. Und dann hilft mir das total, wenn ich einfach zum Sport gehe und mich körperlich auspower. Und dann merke ich auch oft, dass ich danach wieder aufnehmbar für neue Sachen bin. Und also für mich ist es einfach super vereinbar. Aber es gibt natürlich trotzdem die Situation in der Prüfungsphase, wo wahrscheinlich jeder ein bisschen gestresst ist. Das ist natürlich manchmal nicht einfach. Da muss man dann schon sich sehr viel an den Schreibtisch setzen und eigentlich vom Training nach Hause oder in die Uni. Und da ist dann, muss man schon ein paar Kompromisse eingehen, vor allem im Privatleben natürlich auch. Vorletzte Frage dazu. Du meinst jetzt gerade Prüfungen. Hilft dir das denn, dass du im Judo immer Prüfungssituationen ausgesetzt bist? Hilft dir das in den Prüfungen an der Uni? Vielleicht zum Teil, aber ich bin insgesamt jetzt auch nicht der gelassenste Mensch. Deswegen, ich glaube, ich könnte mir da manchmal noch vom Sport eine Scheibe abschneiden. Das merkt man dir überhaupt nicht an. Du wirst super gelassen gerade. Also insofern glaube ich. Das ist ja auch keine Prüfung. Ja, das stimmt. Also du hast jetzt so viel beschrieben. Gibt es denn da auch mal irgendwie den Moment, wo dir die Power ausgeht? Also du wirkst ja jetzt so, erzählst das jetzt so, das geht schon alles zusammen. Aber gibt es denn nicht irgendwie auch mal den Moment, wo Theresa Stoll sagt, jetzt kann ich gerade nicht mehr. Definitiv, definitiv. Ja, vor allem jetzt die Zeit nach Olympia ist einfach sehr anders für mich. Also ich hatte so lange so ein Ziel oder so einen Traum, wo ich hingearbeitet habe. Und ich habe das Glück, jetzt mir diesen Traum von einer olympischen Medaille erfüllen zu können. Und jetzt ist gerade einfach die Phase, wo der Sport vielleicht auch ein bisschen zurücksteckt, wo ich mich mehr um meine Uni und das Studium kümmere. Also es macht mir gerade wirklich Spaß, aber so im sportlichen Sinn ist jetzt gerade so ein bisschen das große Ziel im Moment weg. Also ich denke jetzt gerade noch nicht an Paris 2024, sondern gerade ist erstmal so, ja, mein Traum ist erfüllt. Und es ist schon ein komisches Gefühl, wenn man gerade so ein bisschen in der Luft hängt quasi und jetzt nicht so, so ein spezielles Ziel vor Augen hat. Also auf der einen Seite genieße ich es, auf der anderen Seite ist es ein komisches Gefühl und manchmal hat man das schon, fühlt man sich vielleicht auch ein bisschen kraftlos dann, weil man irgendwie nicht so ein konkretes Ziel vor Augen hat. Dann wünsche ich dir, dass du schnell ein neues Ziel findest. 2024 ist dann auch wieder Olympiade in Paris, richtig? Genau. Und eigentlich ist wahrscheinlich ja schon das Ziel, da auch wieder anzutreten und dabei zu sein. Ja, auf jeden Fall. Aber aktuell sehe ich mich jetzt noch nicht auf dem Weg. Jetzt gerade geht es erstmal darum, so ein bisschen die letzte Zeit zu verarbeiten, auch ein bisschen zu genießen natürlich. Und die ganzen Kompromisse, die man eingehen musste, so ein bisschen, so den Fokus ein bisschen zu verschieben, auch mal Richtung Familie, Freunde und jetzt Studium. Also es ist schon ganz schön, aber ich hoffe, ich sehe mich bald wieder auf dem Weg dann Richtung Paris. Dafür drücke ich dir auf jeden Fall, und ich glaube, alle, die heute zusehen, drücken dir die Daumen dann auf jeden Fall. Und ich würde mich freuen, wenn unsere beiden anderen Sprecherinnen jetzt das Panel dazu stoßen und wir noch ein bisschen tiefer in das Thema Powerfrau und Empowerment gehen. Und an Sie auch noch einmal die Erinnerung an die Tweetback-Funktion. Sie sehen es jetzt hoffentlich eingeblendet. Und dann die 5 Doppel-M und eine 1, genau, tweetback.de war doch richtig. Schicken Sie uns gerne Ihre Fragen, denn wir wollen jetzt eben noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und vor allem auch persönliche Erfahrungen mitbekommen aus den Bereichen von Powerfrauen. Und ich sage das mit Absicht so, denn dieser Begriff ist ja ein bisschen kontrovers momentan, vor allem auch in den Medien und vor allem auch aus weiblicher Perspektive. Elisa, du bist seit 20 Jahren Professorin, du lebst in einem anderen Land, du hast 2 Kinder großgezogen, du hast jetzt gerade zum Beispiel, oder nicht gerade, aber schon seit einigen Jahren, das Pacific Neutrino Experiment gestartet. Du bist super erfolgreich und ich würde sagen, du bist eine Powerfrau, you're a power woman. How do you feel when I say this? How do you feel about this? Well, okay, it sounds always interesting when other people describe your milestone in your life. I'm not since 20 years professor, but yes, I'm since 20 years in research. In research, yeah, right. But I don't know, to a certain extent, I think, yes, I have energy, I love what I'm doing, and I also love my family. So in a sense, I always feel more like privileged
And I don't know if I can measure myself in terms of power or if I feel I have something else that other people do not. You know, once you define power women, then means that they are also non-power women. And this the separation is to me not completely natural. So yes, I know I'm happy and I have been very lucky in my life. I put all my energy in, but I definitely don't like very much this separation between power and less power, high power, low power. You know, this I don't necessarily identify in the Powerfrau definition. Ja, Tina, bei dir ist es ja auch so, dass du als Gründerin, also es gibt ja Veranstaltungen, auf denen Gründerinnen, du hast es vorhin auch schon gesagt, du gehörst zu einer exotischen Gruppe eigentlich als Gründerin, wirst du gefeiert, jeder sieht irgendwie so, auch auf Social Media, wo du sprichst und so und du wirst als starke Frau gefeiert, hast ja aber auch einen Teil, der vielleicht gar nicht so sichtbar ist. Mhm. Also viele Bereiche, die nicht in der Öffentlichkeit gefeiert werden. Wie siehst du das? Wie fühlst du dich als Powerfrau oder wie ist deine Ansicht dazu? Ich bin große Gegnerin von diesem Begriff. Ich hoffe, das kam auch durch den Vortrag ein bisschen rüber. Ich wünsche mir, dass wir alle Power-Menschen sein dürfen und nicht in diesen Gruppen zwischen Powerfrau und Nicht-Powerfrau sein können, weil wir alle anders sind. Natürlich ist auch der Begriff problematisch, weil man erstens damit die ganze viele harte Arbeit, die Disziplin, die hinter Siegen und so Arbeitsleistung steckt, einfach mit sie hat Power abstempelt. Und das Zweite ist, ja, jeder von uns, wir Menschen haben schwache Perioden, Misserfolge, wir lernen und schaffen, indem wir Sachen tun. Viele, die meisten von ihnen sind nicht erfolgreich. Ich wette nicht nur im Sport, sondern auch bei uns Gründer. Also wir rufen 100 Kunden, bis einer kauft und dann wird der eine so zelebriert im Internet. Also ich sehe das auch kritisch. Ich freue mich, dass wir Frauen sichtbarer machen. Ich hoffe, dass das hilft, dass wir uns alle als Gesellschaft mehr natürlicher akzeptieren können mit unseren Unterschieden. Sicherlich ja auch eine schwierige Komponente, wenn man dieses Wording Powerfrau oder auch starke Frau im Deutschen verwendet, dass es absolut impliziert, eventuell kann ich das als einfache Frau gar nicht erreichen. Also da sitzen jetzt zum Beispiel auch heute hier drei Role Models, drei Frauen, die wirklich tolle Sachen erreicht haben. Ihr seid super in jeder eurer Art, wie ihr, was ihr macht. Und in dem Moment, wenn dieses Wort Powerfrau auf euch drauf gesetzt wird, sage ich jetzt mal, dann gibt es vielleicht einige, die zuschauen und sagen, ja, ja, die können das, aber ich kann das gar nicht. Es ist ein bisschen der Antipod zum Alpha-Male. Also es gibt diese Sorte von Menschen, die irgendwas schaffen und diese Sorte gibt es natürlich nicht. Jeder von uns hat seine Stärken und ist in der Lage, wenn man selbst ist, Großartiges zu schaffen. Du hast gerade auch schon Schwächen angesprochen und wir haben auch vorhin auch schon über Schwächen gesprochen, beziehungsweise auch über das Scheitern. Und ich finde das einen ganz entscheidenden Ansatz, da mal nachzufragen, also egal, ob man sich jetzt als Powerfrau definiert oder als erfolgreiche Frau, wie ist es denn als Frau, also zum Beispiel im Sport, haben wir jetzt gerade schon gehört, super kritisch in dieser Wettkampfsituation zugestehen, ich bin gerade schwach, geht gar nicht, haben wir jetzt verstanden. Aber wie ist es denn zum Beispiel als Führungskraft? Should I ask in German or in English? As you want. Okay. So wie ist es als Führungskraft? Gibt es da einen Moment, den du in letzter Zeit zum Beispiel hattest, wo du Schwäche gezeigt hast? Always actually. So differently than in your sport in Judo. I think in my field, the most important thing is to be able to show weaknesses, because we work at the weaknesses. We work where things are not solved, and we work where the challenge come. And so if we are not able actually to identify and talk and speak about what we are not able to do, I don't think we are able also to grow. So in my team, I hope really that, you know, my students don't really shy out and say, you know, I don't understand that, or I really don't manage this program, or can you please help me? And at the same time, I do the same. You know, I always hope my students become the expert and they tell me how things should work. And so, yes, no, to be weak and to be uncertain and to not know exactly where you have to head, I think is part of the leadership.
And this concept that leadership means I know everything and now I tell you, I think it's very misleading. It implies that always these leaders are alpha, or always these leaders are, you know, they know everything. But in reality, once you have to solve problems, you have to actually address your weaknesses with strengths. I mean, the weakness is not pushing you down, but you know, you have to face it and say, okay, now how do we build this telescope? How do we go in at the South Pole, or how do we organize the funds for all of this? And so, yes, coping with your own fears and your own uncertainties is part of what we have to do. And I feel actually fine in doing that. Otherwise, I don't feel the challenge. So in the moment I feel expert, I move immediately on to the next step. Okay. Professor, ja, sorry. Ich würde auch sagen, dass man das im Sport schon ein bisschen separieren muss. Also natürlich gibt es den Wettkampf, wo man der Gegnerin das gegenübersteht und da halt keine Schwäche zeigen sollte. Aber dann gibt es auch das Training, wo man sich mit seinen Schwächen auseinandersetzen muss und sich denen auch stellen muss, und dann, damit man auch weiß, woran man weiterarbeiten muss. Also ich glaube, es gibt schon die zwei Seiten, die da wichtig sind. Aber es wäre wahrscheinlich nichts, mit dem du jetzt rausgehen würdest und sagen würdest, hier übrigens, meine Schwäche ist folgende, ich weiß es nicht, wie es beim Judo ist, aber du würdest es ja wahrscheinlich damit jetzt nicht in die Öffentlichkeit gehen. Sport. Ja, also ich glaube, es ist auch eine Frage, was für ein Typ man ist, aber ich finde, es zeigt auch Stärke, wenn man offen zu seinen Schwächen stehen kann, und jeder Mensch hat Schwächen, und also ich würde schon offen dazu stehen, ja, es gehört einfach zu jedem Mensch dazu. Ja, definitiv, definitiv. Wir haben auch vorhin von Professorin Peuss ja gehört, dass es nach wie vor in unserer Gesellschaft so ist, dass alles, was mit Macht und Stärke assoziiert wird, eher mit dem Männlichen assoziiert wird, und dann, wenn man jetzt so möchte, könnte man sagen, Schwäche ist was Weibliches. Tina, müssen wir als Frauen aber eigentlich dann noch stärker sein, um unsere Frau zu stehen? Und jetzt muss ich mir mit der Powerfrau widersprechen, denn natürlich dient dieser Begriff dazu, irgendwie diese ungleichen Wahrnehmungen zu beseitigen. Ach, um ehrlich zu sein, ich wache nicht in der Früh und denke mir, ich bin eine Frau. Wie mache ich jetzt? Was mache ich jetzt, damit ich wie ein Mann bin oder damit ich weniger Frau bin? Ich glaube, je mehr man sich dazu committet, das zu tun, was einen wirklich ausmacht, und dazu zu stehen, woran man glaubt, ist man in einer Art, also da kann man nicht verlieren. Also wenn ich weiß, ich habe das jetzt ausprobiert, ich bin eine 20 Jahre am Berufsmarkt, ältere Frau, kann man sagen, ich habe mich in verschiedenen Jobs ausprobiert, ich weiß, ich bin Gründerin, ich bin Unternehmerin mit Leib und Seele, wie kann ich dann scheitern? Da kann eine Firma vielleicht scheitern oder ein Projekt nicht gut gehen, aber ich als Person, ich fühle mich so erfüllt, egal was kommt. Und das, glaube ich, ist so die Erfolgseinstellung dabei. Das gibt einem Kraft, das nochmal zu probieren, nochmal aufzustehen. Diese Resilienz, die man eben heutzutage so viel bespricht, kommt daher, dass ich weiß, dass ich an der richtigen Stelle bin. So, wie können wir aber das, du sagst, das ist die Erfahrung, und wir hatten vorhin auch dieses Thema, für dich ist es Routine. So, wie kann man das jetzt aber auf andere Frauen zum Beispiel übertragen, wenn wir gerade auch in dem Bereich Empowerment sprechen? Die, I know it from you that you said that there are students who come to you who don't want to put their name under essays, for example, or they're not sure because they say, well, I was kind of involved in this scientific project, and then you say to them, please put your name there because it was your scientific research. So how can we empower women to do this, and because if they don't have the experience? I think the most important thing as society is to expect that women excel. To, you know, I think if the expectation is not there, young women will face a lot of confusion, no matter if they succeed or not, if they realize their own dreams or not. If they don't, well, it will be a bit sad. If they realize their dream, they say, ah, no one was actually expecting that. So am I now in the wrong place because I actually succeeded with my company, or because I do my science, or because I win a gold medal? So as society, I think we should convene everyone, actually not only women, but in this context, maybe women a little bit more, that we expect they do the best.
what is the best is up to them to decide, but we don't expect anything else than your best. And I think that it starts from there. Once people go out on the street and they meet people, they say, okay, I mean, you can actually manage that, study or work or do your sport or create your company, but do it with your blood and your energy. And then sooner or later, somewhere you go. I perfectly agree with you. There is no gold medal, in a sense, in life unless you really put your gold medal ahead of you. And in this freedom of developing and reaching your own goal, you are also not very vulnerable. You know, no one can sort of criticize you. So empowerment means having a society. So I don't talk to the women this evening, but I prefer to talk to the society and people out there. Say, you know, there's nothing wrong in women. It's maybe the only thing wrong is that society sometimes underestimate women or do not expect that, you know, young women can enter in physics or can, become astronauts or rescue the world from climate change. But I really hope that actually this wish and this expectation for everyone, but in particular for women this evening, about excelling and realizing your own wishes and dreaming is there. And everyone, young or less young, should convene that. And I think then people will go out from their corner and say, okay, maybe I try to do my part. Ist das, was, Theresa, was du eventuell schon erlebt hast, dass du unterschätzt wurdest? Also entweder im Sport oder aber auch im Studium? Vielleicht, weil du eine Frau bist? Oder ist dir sowas noch nicht untergekommen? Ich glaube, der Vorteil bei Sportlern ist, dass wir einfach... dass wir einfach unserer Leidenschaft nachgehen und unseren Sport machen und so vielleicht danach einfach beurteilt werden und nicht, ob wir jetzt weiblich oder männlich sind. Also ich persönlich habe damit jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich glaube, vor allem im Judo, im Kampfsport geht es darum, dich durchzukämpfen auch. Und und es zählt einfach die sportliche Leistung und es ist eigentlich egal, so wer steht da auf der Matte. Und genau das sollten wir schaffen, dass es die neue Arbeitskultur wird, dass man das macht, was man aus Leidenschaft machen möchte. Denn es ist einfach so schwer, Judoka zu werden und so einfach irgendwie einen Job irgendwo zu bekommen und einfach dabei zu sein. Und wenn wir aber es allen ermöglichen, mit ihrer Leidenschaft dabei zu sein, dann gibt es leidenschaftliche Buchhalter, dann gibt es leidenschaftliche Moderatorinnen, leidenschaftliche Führungskräfte. Man wird nicht Führungskraft wegen des Status oder wegen der Macht, sondern weil man gerne andere empowern möchte. Und das wäre eine tolle Arbeitswelt. Und ich glaube, auf deine Frage, was kann man anderen geben? Hier gibt es schon einen tollen Ansatz. Stärken. Also jeder von uns hat Stärken. Irgendwann haben wir von irgendjemandem ein Kompliment gehört. Einfach mal darüber nachdenken und jeden Tag das bemerken, wenn das stattfindet. Vielleicht auch generell auch andere mal fragen nach eigenen Stärken. Also ich bin Mentorin auch und eine Menti von mir, der meinte ich dann so, frag doch einfach mal deine Familie, deine Freunde, was sagen die dir denn, was du besonders gut kannst? Und sie war völlig überwältigt, was da zurückkam. Voll. Also ich denke, wahrscheinlich auch sowas. Wir haben eine Frage oder mehrere Fragen. Wie geht ihr mit Situationen um, in denen ihr von anderen vermeintlich als weniger qualifiziert abgestempelt werdet? Das hatten wir jetzt gerade schon mit unterschätzt werden. Gab es da einen Moment, vielleicht auch in deiner Karriere, du hast Physik studiert in einem männerdominierten Feld ja eigentlich. Ich habe es vorhin in der Anmoderation gesagt, du hattest ja gesagt, du möchtest dir beruflich die Optionen offen halten, deswegen studierst du Physik. Da habe ich mir erst mal gedacht, was? Das ist ein Grund. Gab es in deinem Studium vielleicht oder auch in deiner Laufbahn da irgendwie mal so einen Moment? So during my study, never in a sense that during the study you are constantly under exam, so you fight this through. So it's never completely personal somehow. But after, yes, I have to say, I mean, I don't think I have complexes here, but unfortunately, I think, yes, that a little bit underestimated sometimes. Probably I have been, but I have also to say that if I see that, I don't complain. Sometimes it's even an advantage because people sort of let you free a little bit, you know, they don't take you so seriously. So you also have a lot of, you know, space to try you out.
But I think probably yes. It's difficult to say if I would be a man, but there is of course a little bit of a difference in the society how people react. But I also probably have seen also people overestimating me. So overall, I think plus minus during your life you integrate a little bit everything. But yes, I think not everyone has been constantly supportive. So what feels better, being underestimated or overestimated? If I would have to decide, probably, I mean, being overestimated is terrible because it puts a lot of pressure and you probably disappoint at the end of the day. Being underestimated is a bit annoying on the other side. So maybe one should not put that many expectations, you know, somehow. But yes, none of the two is really good. Ich habe eine tolle Geschichte gelesen. Ich probiere es ganz schnell. Yeah. Mario Puzo, der Autor von dem Pate, von dem Buch, der hat ja zu dem Buch das Drehbuch selbst geschrieben und das wurde ein sehr erfolgreicher Film. Dann wurde er auf Basis dieses Erfolgs angefragt als Drehbuchautor für den Superman. Und er ist in Panik geraten. Er wusste nicht, wie er das machen soll, weil er dachte, ich habe dieses Drehbuch nur geschafft, weil das mein eigenes Buch war und überhaupt, ich muss das lernen. Er hat sich also ein Buch besorgt, wie man diese Drehbücher schreibt. Und in dem Drehbuch war sein Film als Beispiel genannt. Und ich liebe diese Geschichte, weil es zeigt, wie sinnlos unser Self-Talk sein kann und dass es eigentlich nie auf eine Situation ankommt, nie auf das, was wir uns sagen und nie auf das, was man von uns hält. Es ist immer sehr individuell und man muss sich der Sache stellen und man sagt auch, showing up is 80% of success, also einfach sich trauen, Sachen ausprobieren, was ist das Schlimmste, was passieren kann, also außer vom Sport. Ja, bei mir ist es persönlich so, wenn mich jemand jetzt im Sport unterschätzt, dann motiviert mich das nochmal umso mehr. Dann denke ich mir, okay, jetzt zeige ich es denen erst recht so. Das war vielleicht so ein Moment vorm Studium, also als ich schon Leistungssport gemacht habe und dann die Entscheidung getroffen habe, okay, ich will mein Medizinstudium nebenbei machen, dass ich mir auch, dass ich da nicht so richtig unterschätzt wurde, aber es gab schon einige, die so ein paar kritische Stimmen. Und dann habe ich mir einfach gedacht, okay, ich will es aber nicht nur mir beweisen, sondern auch denen so, die vielleicht so ein bisschen gezweifelt haben. Aber ich glaube, das mir beweisen ist auch ein guter Punkt, oder? Da sind wir jetzt, reden wir möglicherweise in Klischees, aber die Forschung zumindest sagt ja, dass Frauen tendenziell eher an sich zweifeln oder eher sich selber dann eben auch unterschätzen und sich vielleicht nicht trauen. Also das ist vielleicht auch noch ein Grund. Habt ihr das irgendwie auch mal gehabt, dass ihr euch selber da euch gar nicht so viel zugetraut habt und selber euch beweisen musstet, ich bin stark genug dafür? Also du hast es gerade gesagt. Also ich bezweifle mich jeden Tag, besonders im Startup, weil das so verrückt ist. Das ist wirklich eine psychologische Tortur. Aber ich habe das auch Theresa vor dem Event gesagt. Ich war früher unheimlich schlecht in Reden machen. Ich bin nach Deutschland gekommen. Ich konnte meinen Mund nicht aufmachen, um mein Referat zu halten. Das hat Jahre gedauert, sinnloses nicht ausprobieren, bis ich gelernt habe, okay, das Schlimmste, was passieren kann, ist, ich höre nicht zu, sie klatschen nicht, das nächste Mal klappt es vielleicht besser. Und es ist wirklich das, was am meisten geholfen war, Augen zu und durch erscheinen, es ausprobieren und dann die Stärken stärken. Sehr pragmatischer Ansatz, definitiv. Und ich denke auch im Sport sehr ähnlich, so dieses, ich mache es jetzt einfach mal und guck, ob es mich weiterbringt, wobei dann der Ehrgeiz natürlich ja auch ein großer ist, aber bei dir ja auch. Also ich meine, Tina, dass du den Mund nicht mehr auseinander bekommst, das ist nicht der Fall, was sehr gut ist und was es ja genau zeigt. Also eben üben und da sind wir wieder bei dem Punkt Routine wahrscheinlich und einfach Übung. Ich würde gerne mit euch noch über einen anderen Punkt sprechen. Wir haben jetzt über Stärke gesprochen, gerne noch zu dem Thema Energie. Denn wir haben alle 1,5 Jahre hinter uns, die für manche von uns mehr energieraubend waren als für andere. Aber grundsätzlich ist das ja auch ein spannendes Thema, jetzt zu sehen bei 3 Frauen, die sehr busy sind, wo sie denn ihre Energie hernehmen. Wie kann man umgehen
vielleicht jetzt auch an die beiden, die Führungskräfte sind, mit Personen, die einem Energie saugen? Oh. Good question. So you are the one to answer it. Okay, so people that take energy away, usually they are always, and these are people that usually are very critical and they voice their criticism, which in principle is not bad, but at the same time they attract a lot of attention in their criticism and they might even dominate some dynamic. And so this I see over and over, and my strategy is actually to give to these people a certain amount of my energy. So I sort of, when I explain this, I put them in a box. And so they have a certain amount of power on me, psychologically or demanding, but then I also stop. And so I do not let people really sucking too much energy. And I have learned to see that, in particular in my job, because, you know, also many discussions are also politically driven, and, you know, there are also many other games that are played. And so I typically put these people in a box. So I give them a certain amount of time, a certain amount of energy, and then I also say, it's enough. I think that's quite a good tip to handle this. Tina, was macht man denn? Du bist Expertin für New Work und vor allem ja auch für Sinnhaftigkeit. So, was mache ich denn, wenn mein Job mir Energie zieht? Zu viel? Ja, dann ist es Zeit für einen anderen Job. Innerhalb des Unternehmens oder außerhalb des Unternehmens. Und genau diesen Mut wegzugehen von Sachen, die uns nicht wehtun, uns nicht anliegen, versuche ich meinen Kindern zu erziehen und mir anzuerziehen. Manchmal ist das Weggehen schmerzhafter Prozess. Man möchte ja per se nichts verändern und dann ist das ja der tolle Arbeitgeber und das Fenster und der tolle Arbeitsplatz. Aber es gibt immer andere Möglichkeiten in dieser schönen, weiten, vernetzten Welt, heute mehr als je. Und wenn es nicht klappt, dann muss man einfach es sein lassen und was anderes probieren. Bei mir persönlich war das Nächste immer besser und immer erfüllender. War das für dich, Theresa, jemals ein Ansatz? Irgendwie hattest du mal eine Phase im Judo, wo du gesagt hast, jetzt läuft es gar nicht, ich schmeiß alles hin und bin weg? Ich glaube, so richtig eigentlich nicht, aber es war schon schwer, als zum Beispiel viele Freunde aufgehört haben und es ist schon so ein es sind nicht viele geblieben, die am Anfang mit mir angefangen haben. Also meine Freunde sind es immer noch, aber quasi so dieses Athleten sein und zusammen in die Halle zu gehen und zu trainieren, das war manchmal schon nicht so einfach. Aber in so Momenten habe ich mir mal vorgestellt, okay, was ist denn eigentlich mein Ziel, was möchte ich erreichen? Und dann habe ich halt immer von den Olympischen Spielen geträumt. Und das war dann so mein Motor, der mir immer diese Energie gegeben hat, eigentlich weiterzumachen. Und was machst du, ich habe vorhin die Frage dir ja schon gestellt, ob du nicht auch manchmal ausgepowert bist, hast du gesagt, ja. So, was sind denn deine Tipps oder To-Dos, wenn du jetzt wirklich gar keine Energie mehr hast, alles zu handeln? Also ich gehe total gerne in die Berge, in die Natur. Vor allem nach einem Wettkampf ist es oft so, dass ich einfach am nächsten Tag, egal wie platt ich bin, dann einfach raus in die Berge, irgendeine Bergtour mache, weil das so eine Erholung für meine Seele ist, so diese Ruhe. Man findet wieder so ein bisschen zu sich selber von dem ganzen Trubel. Für mich ist es ein super Ort, um runterzukommen. Und ich glaube, das ist für jeden auch wichtig, so einen Ruhepol zu haben, da wo man dann wieder Energie tankt. Weil man kann nicht immer durchpowern. Man braucht so Momente, in denen man einfach wieder Energie sammelt. Und ich glaube, da müsste jeder einfach einen Ort suchen für sich, um wieder Kraft zu tanken. Definitiv, ja. Also ich merke schon, du betonst es heute auch sehr und das finde ich auch gut, dass es sehr viele individuelle Punkte natürlich sind. Ich schaue einmal nochmal hier, was wir noch für Fragen haben. Mich würde interessieren, wie die drei Sprecherinnen sich selbst wieder motivieren, wenn sie einen Rückschlag verkraften müssen. Oh, that's really hard. Not at all. I mean, for me, it's so without not only a motivation, but really a complete motivation of what I'm doing, I do not wake up.
So the motivation is the beginning and the end of my day, including also, of course, with my family and friends, not only the job. So to lose motivation will imply I have to quit, but very, very rapidly. So I'm happy that I never actually experienced a complete loss of motivation. But usually if I start to see that at the end for a project, at the end of the project, maybe then I immediately work around something else. But monitoring my personal motivation is something really absolutely vital for me. But again, it's a very specific thing, and maybe not everyone has to be so extreme like me in terms of motivation, but otherwise I'm a disaster, yes. Bei dir, Tina? Bei mir ist es so, dass ich einfach das, was ich tue, so sehr liebe und gar nicht in Frage stelle und nicht von diesen externen KPIs angetrieben bin, wie viel Umsatz und wer was über uns Positives gesagt hat. Also die Motivation ist immer da. Ich merke das aber selber, besonders letztes Jahr war ich einfach erschöpft. Es war zu viel von allem und das Haus voll und die Kinder. Und wenn meine Motivation schwindet, ist es meistens, weil ich Ruhe brauche. Und dann versuche ich öfters Theresas Tipps zu folgen, oder was ich mache ist, ich versperre mich in einem Raum und schaue mir Filme an oder lese Bücher oder einfach keinen Kontakt zur Umwelt. Und dann in 2-3 Tagen habe ich schon wieder Lust, und das passiert zum Glück nicht so oft. Hast du noch einen heißen Tipp, Theresa? Die Motivation also, wiederzufinden? Ich kann die Natur kannst du dich nur empfehlen, aber ist vielleicht auch, weil wir eine Hallensportart sind. Ja. Und dann schätze ich natürlich, wenn ich mal draußen in der frischen Luft oder in der Natur bin. Sehr schön. Ich fürchte, leider ist unsere Zeit jetzt schon, wir sind sogar so, hängen sogar fast schon ein bisschen. Deswegen müssen wir diese Runde, ich würde wahnsinnig gern weiter mit euch reden, denn ich finde, es gäbe noch so viele Ansätze, über Power zu sprechen, über Empowerment vor allem auch. Also wir haben heute gehört, das ist irgendwo eine strukturelle Sache. Auf der einen Seite, es ist sinnvoll, oder wie können wir Frauen dazu beitragen, dass sie sich empowered fühlen. Wir haben jetzt dazu gesprochen, Routine ist wichtig, aber vor allem auch das Mitgeben, trau dich, mach das, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und vor allem natürlich auch dieses achte darauf, was persönlich für dich der Punkt ist, an dem du dranbleibst. Und das Schwäche definitiv auch eine Powerfrau haben kann und im Gegenteil Schwäche definitiv auch zeigbar ist und das einen vielleicht sogar stärker macht. Ich habe noch eine Abschlussfragerunde und starten mit dir, Elisa. Mein Key Takeaway, my Key Takeaway from tonight is. Yes, that I first I enjoy very much and I said some times ago. And I saw so on the tomb page, it was a sentence, so now I cite myself, that I think that's all right. I think science and art are really what I wish would be identified with our society and our values. But I have to say I will add sport. Oh. And so science, art and sport are, I think, the cornerstone of what I think our society is bringing forward. Which does not imply, of course, companies, but as you are explaining, work in companies so human and so similar to science, art and sport, probably I can put this in. But if I would have to say, yes, the impressive performances of Theresa and all this group of people really inspire me a lot. Thank you. Tina, statt Powerfrau möchte ich gerne so genannt werden. Ein Mensch, der beiträgt. Ein Bilder. Ein Bilder. Sehr gut. Und Theresa, ich möchte andere Frauen darin bestärken, einfach an sich selber zu glauben, das zu machen, was man sich vorgenommen hat, sich zu überlegen, was sind meine großen Ziele und einfach alles dafür zu geben. Wunderbare Abschlussworte, würde ich sagen. Wie geübt, wie einstudiert. Aber war spontan und kurzfristig. So, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich zum einen
bei dieser großartigen Runde, bei drei ganz tollen Talks, die wir heute hatten, bei einer tollen Diskussion, die wir jetzt hatten und wie gesagt, gerne eigentlich noch weiter diskutiert werden könnte. Ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause, dass Sie zugesehen haben, bei Professorin Dr. Claudia Peuss für die Einführung heute in den Abend. Und jetzt haben wir noch Blumen für unsere Sprecherinnen. Ich nehme mal hier, ich bin einmal kurz aus dem Bild, glaube ich. Vielen Dank, Elisa, dass du bei uns warst, für deinen Input. Alles Gute für dein Projekt in Kanada. Dankeschön. Und ich hoffe, wir sehen uns zu einem anderen Zeitpunkt mal wieder. Natürlich. Liebe Tina, auch dir herzlichen Dank. Viel Erfolg, viel Erfolg mit deinem Buch, was jetzt auch ansteht. Du begibst dich ja jetzt in die Buchpause sozusagen, schreibst dein zweites Buch. Ganz viel Erfolg dafür. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Danke. Und natürlich Theresa, dir auch ein herzliches Dankeschön, dass du Einblicke in deinen Judo- und Studiumsalltag gegeben hast. Ja, dass du uns gezeigt hast, was Olympia bedeutet auch und ganz viel Erfolg, dass du zum einen ein neues Ziel findest und zum anderen auch Olympia 24 vielleicht dann das Einzelgold bringt, was du definitiv verdient hättest. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich fürs Zusehen. Freue mich wahnsinnig, dass Sie dabei waren. Wie gesagt, wenn Sie auch aktiv werden wollen, dann schauen Sie mal bei unserer Website vorbei. Und ich sage ansonsten, wir sehen uns entweder nächstes Jahr oder bei einem der nächsten Women of TUM Events in den nächsten Wochen und Monaten. Machen Sie es gut. Ich wünsche Ihnen einen ganz tollen Abend noch. Tschüss.